So, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Webinar-Teilnehmer. Sound und Bild, denke ich, sind da. Kurzes Feedback wäre dennoch ganz hilfreich. Aber da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Ja, ich denke, ein Großteil der Teilnehmer hat sich hier eingefunden vom Vormittag. Noch nicht alle. Der Raum füllt sich wieder weiterhin. Aber wir sind guter Dinge, dass es natürlich hier ähnlich voll wie am Vormittag wird. Der Vormittag war ja recht ruhig. Dann geschah jedoch hin und wieder doch wieder eine schöne Bewegung. Auch der ein oder andere Spike, unerwünschte Spike, wie wir hier auch unlängst feststellen konnten. Hier das Setup US oder Kanadisch Dollar grundsätzlich planmäßig angelaufen, um dann aber letztlich doch ja, ausgestoppt zu werden. That's the market, that's the trading life. Damit muss man leben. Das kommt hin und wieder vor, dass man ausgestoppt wird. Wenn man das nicht vertragen kann, und das ist sicherlich gleich mal so eine kleine Lehrstunde. Wenn man hier nicht mit Verlusten umgehen kann, dann ist es sehr, sehr schwierig, an den Märkten zu agieren. Natürlich haben wir klar den Fokus auf Profit. Deswegen haben wir auch heute Morgen bereits diesen Trade hier in den Fokus genommen. US-Dollar, Kanadisch-Dollar im Sinne eines Rücklaufs. Und das tat sich auch ganz gut an. Ich gehe mal direkt auf den Live-Chart über. Moment, jetzt haben wir hier US-Dollar Cut. Wollte ich eigentlich haben. Da ist er. Ja, es lief sich ganz gut an. Da gebe ich gleich nochmal einen Hinweis wegen den roten Candles. Die waren nämlich noch nicht zu sehen. Also für alle Fans der MACD Candles, auch im Sinne dessen, dass man hier sozusagen auf ein bestätigendes Signal wartet, das war hier noch nicht gegeben. Ich habe aber relativ frühzeitig versucht, in den Trade reinzukommen, um sozusagen ja das zu antizipieren, was eigentlich mein Ziel war, nämlich eben hier das Level rund um 1,2495, 1,2485. Und darum geht es ja im Prinzip auch, dass wir Chancen ausloten. Und ich deute das im Artikel ja an. Also zum einen heute Morgen hier der Rücklauf, die Trading-Idee, die ja erfolgte, dann eben auch der recht schwache Wochentag. Und ja, was ich dann im Laufe des Trades gemacht hatte, eben den Stopp ein Stück weit nachgezogen, sozusagen das Ursprungsrisiko verhindert, was hier ja dann über dem Vortagestief lag. Also sprich, die Annahme war schon die, wenn der hier jetzt rüber rauszieht, ja, also hier das Vortagestief nach oben durchbricht, was ja dann auch passiert ist, dann kann es weiter raufgehen und insofern war hier der Worst-Case-Stop sozusagen gesetzt. Aber dann ging es ja erstmal in die gewünschte Richtung. Gute 10 Pips lag ich vorne. Wenn er hier 20 Pips vorne gewesen wäre, also knapp über einem R, dann hätte man über einen Teilverkauf nachdenken können. Insofern war das für mich noch kein Thema, aber den Stopp habe ich dennoch relativ aggressiv nachgezogen, der dann eben auch hier direkt gefischt wurde in der Bewegung. Und hier ist natürlich auch wieder ganz wichtig, dass man mit dem richtigen Broker handelt, da man eben auch hier durchaus die richtige Ausführung bekommt. Ja, ganz wichtig, das werden wir uns nachher wahrscheinlich nochmal genauer anschauen. Da werde ich nochmal kurz was über die Core Spreads sagen und auch insbesondere eben dessen, dass man dann hier, wenn man fair am Markt tradet, dann auch die Ausführung bekommt, die man bekommen soll. Und glauben Sie mir, ich habe schon Situationen erlebt, da hatte ich den Stopp hier nachgezogen oder hier, aber die Ausführung des Trades, die erfolgte irgendwo pauschal gesagt nochmal 10, 15 Pips höher. Das nennt man dann negatives Slippage. Es gibt auch positives Slippage, also sozusagen ein unkalkulierbares Risiko im Sinne der Preisschwankungen. Und es gibt eben durchaus Broker, die eben hier nichts mit positiver Slippage am Hut haben, beziehungsweise auch hier mittelfristig dann eher sogar, wenn sie dann als Market Maker aktiv sind, ja, sozusagen in-house handeln und auch die Stops teilweise abfischen und eben auch hier negative Ausführungen herbei leiten. Und das ist natürlich eine ganz, ganz brisante Sache. Aber da sind Sie hier mit JFD natürlich am richtigen Punkt. Natürlich auch mir ein Anliegen, Ihnen das hier ein Stück weit zu transportieren, neben den Setups. Und ich lese gerade nochmal die Frage Rüdiger zum Rainbow. Da gab es letzte Woche ein 6-7-stündiges Online-Seminar zum Rainbow. Den nochmal hier jetzt direkt aufzurollen, ist sicherlich schwierig. Aber wir haben auch hier eine Teilnehmerin, nämlich den oder die Rainbow Angel, die Martha. Kurzer Soundcheck. Martha, bist du online? Oh, noch höre ich sie nicht. Ja, jetzt bin ich da. Sure, super. Das ist doch schon mal wunderbar. Martha, wie gesagt, vielleicht für die, die heute Morgen nicht dabei waren, eine
Teilnehmerin eines früheren Online-Webinars, Seminars, ähnlich dem, was wir letzte Woche hatten. Und sie hatte auch da früher schon spekulative Erfahrungen gesammelt in verschiedenen Metiers, hat auch an den Märkten gearbeitet und dann ist es, wie es der Zufall so wollte, bei mir gelandet beim Rainbow Trading und da hatten wir im Prinzip dann eben auch noch Diskussionen im Nachgang und sie hat sich dem Rainbow hier angenommen und den auch ein Stück weit verinnerlicht und auch hier gut getradet und gut damit umgehen gelernt und das natürlich ausstoppen zum Geschäft gehört, das weiß die Martha sicherlich ganz gut. Das weiß jeder, der an den Märkten ein Stück weit aktiv ist. Und ich muss aber sagen, ich bin ganz zufrieden mit dem Trade. Warum? Weil ich hier weniger verloren habe als eigentlich geplant. Das Ursprungsrisiko war höher. Und nochmal ganz zurück zum Start, Martha, dann gebe ich gleich dir nochmal das Wort. Die Idee war, wie gesagt, ein Vielfaches des Risikos zu verdienen. Und dann auch hier direkt nochmal der Chart von heute Morgen. Sozusagen die Idee lief erstmal gut an. Ja, eben hier rein. Hier den Short suchen. Eine rote Kerze wäre es wie gesagt gewesen. Die kam nicht. Ich bin dennoch hier beim 50er, 61er Level rein. Und das war das Ziel. Und hier eben ein Vielfaches des Risikos zu verdienen, ist schon mal die Maßgabe. Und wenn Sie handeln und verlieren, versuchen Sie hier eben Ihr Risiko zu managen. Ja, also wenn das in Ihre Richtung läuft, der Trade braucht sicherlich Luft. Deswegen Martha, kurze Frage, WTI, ich habe jetzt gar nicht drauf geschaut. Läuft der noch? Nein, ich habe es geschlossen. Du hast geschlossen. Ich habe geschlossen ohne Verluste. Durch den Rücklauf in Luni bin ich mir dann unsicher geworden und auch fehlende Woller. Daher warte ich jetzt, was um 14.30 Uhr passiert und den Trade habe ich noch nicht abgeschrieben. Okay, also, du bist 0 plus minus 0 raus im Endeffekt. Ja. Das sind natürlich genau solche Sachen. Martha, das Break-Even, das ist ja auch was sage ich mal, wir dann auch immer wieder diskutiert haben oder auch miteinander sozusagen durchgelebt haben. Das heißt eben, Breaks ab einem bestimmten Punkt, wenn das Risiko zum Beispiel verdient ist, 10, 15, 20 Pips Risiko, wenn man die hat, dann auf Break-Even ziehen, gegebenenfalls früher teilweise auch einen Verkauf, einen Teilverkauf erwägen. Das waren ja so Punkte, die wir immer bearbeitet hatten, richtig? Jawohl, man soll ja auch nicht an seiner Meinung festhalten, sondern schauen, was an Märkten passiert und auch den Mut haben zu sagen, okay, ich lag falsch oder ich versuche es später nochmal. Ganz genau. Aber ich find gerade in australischen Dollar Cup tut sich was Interessantes. Ich habe ja schon den ganzen Vormittag die australischen Dollar Pairs auf der Pfanne. Pass auf, ich gebe dir mal den Schirm, das können wir uns gleich mal angucken. Was meinst du? Warte, du kennst dich mittlerweile aus. Gucken wir uns das an, bevor wir dann vielleicht den US-Dollar dann nochmal in die Show nehmen, wenn dann gleich in 5 Minuten das Bruttoinlandsprodukt kommt. So, der Bildschirm müsste bei dir sein. Oh. Hier, also im Moment haben wir ja einen ziemlich starken kanadischen Dollar. Ja. Wir haben eine rote Candle und auch einen Durchbruch durch einen Opening Price. Also sollte der australische Dollar nochmal nachgeben, könnte dann nochmal einen Schub nach unten geben und da hätten wir noch 40 Pips vor uns. Ja, stoppt dann wahrscheinlich über dem Hoch hier der letzten, genau, das letzte Periodenhoch. Ja. Sieht man ja schon optisch, dass es sich hier um einen CAV von über 2 handelt. Also das heißt, die Möglichkeit ist gut gegeben. Jetzt hängt er halt inmitten der Asia-Range und am Pivotpunkt direkt und natürlich am Opening Price. Das ist alles eine Soße sozusagen. Wir sehen also, dass er direkt, wir sehen es ja, Distanz from Open, rechts oben, minus 3, also er ist direkt da am Opening, am Pivotpunkt. Und jetzt haben wir natürlich 14.30 den US-PIP, die US-PIP-Daten. Und da gehen wir dann gleich mal nochmal auf meinen Schirm und gucken uns US-Dollar an, Euro-US-Dollar, was er denn da so treibt im kurzfristigen Bereich. Grundsätzlich aber hier mal im Auge behalten, was macht der Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar, den hatten wir ja heute Morgen, den hatte ich gar nicht mehr am Post. Ja, der läuft jetzt zurück, aber da war ich ja nicht am PC. Also hier wäre ein super Einstieg eigentlich gewesen nochmal. Und am Vortagestief hätten wir schon mal einen Teilverkauf tätigen können und Stop-Loss nachziehen. Also da hätten wir schon mal ein paar Pips sammeln können. Hätte man sammeln können, definitiv. Also, so wie ich heute früh gesagt habe, war ein kurzer Ausbruch aus der Range, aber da beide Währungspaare heute Vormittag gestiegen sind, dann wird ja auch der australische Dollar und Neuseeland-Dollar nicht fallen. Deswegen bin ich den Trade auch nicht eingegangen.
Gut so, gut so. Das war ja auch übrigens, danke an dich hier an der Stelle, dass du den, hätte ich fast gesagt, den Indikator, den wir rechts unten beim Australdollar, US-Dollar sehen, also den Währungsstärke- und den Momentum-Indikator. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht in der Art, ich nutze ein anderes Tool, aber ich werde mir den auch mal angucken, weil, wie gesagt, sehr übersichtlich und da das kann man eben genau neben dem, dass man hier die Währungen, Währungspaare beleuchtet, eben hier ganz, ganz genau, und das ist wichtig, hier die einzelnen Währungsstärken analysieren. Und darum geht es ja auch am Markt. Also Sie müssen wissen, Sie handeln ja im Prinzip immer Volkswirtschaften, also einzelne Länder, die natürlich dann auch einzelne Währungsblöcke haben, Euro zum Beispiel eben entsprechend groß, USA auch. Und das ist natürlich ein Thema, wo man sagen muss, Sie handeln mehr oder weniger eine Aktie eines Landes. Und die stehen natürlich alle im Kontext zueinander. Und da gibt es natürlich schwache und starke Phasen. Und neben dem Rainbow, neben dem Trendmomentum, was ja den Rainbow auszeichnet, deswegen Rüdiger hier die Frage, dass man hier den Rainbow als Momentum hat. Sprich, in welche Richtung sind denn die Trader engagiert? Wohin ging denn das Momentum vom jeweiligen Timeframe? Und ist der Rainbow positiv aufgefächert, wie bei der Marta gerade beim Neuseeländer oder US-Dollar zu sehen? Also positives Momentum, dann macht das durchaus Sinn, hier auch mal zu schauen, ob da noch weiterer Drive drin ist, eben wenn dann zum Beispiel der Neuseeland-Dollar stark ist und der US-Dollar dann entsprechend zur Schwäche neigt, dann kann man hier mit dem Trend und den Kapitalströmen sozusagen auf einen neuen Move setzen. Die Währungsstärke selbst gab es jetzt beim Rainbow-Tool nicht dazu, bei dem letzten Webinar, weil wie gesagt, ich hatte da so ein kostenpflichtiges Setup. Also ich nutze da so ein kostenpflichtiges Tool, was ich jetzt sozusagen nicht frei rausgeben kann, aber der Rainbow selber auch früher ohne unsere Währungsstärke, die wir jetzt nutzen, Martha, ist natürlich auch genauso trefflich einzusetzen. Obgleich natürlich mit dem Stärkesystem noch ein kleineres Feintuning möglich ist. Ja, Pass auf also ich jetzt. werde mir auf jeden Fall den anderen nochmal holen, den du hast. Gut, ich würde sagen, in 2 Minuten geht's los. Wir gucken mal auf Euro-US-Dollar, wir gehen mal zurück und Dann gucken gehen wir jetzt zu mal. dir, genau. Genau, da gucken wir mal, was hier los ist. Ich gehe mal direkt auf Euro-US-Dollar-Chart, der übrigens jetzt hier, ich gehe mal in den M5. M5 positiv, jetzt in 50 Sekunden geht es los. M15 positiv, M30 leicht positiv, H1 Spinning, H4 Bullish, D1 leicht positiver Spin nach oben denkbar. Also wir haben hier überwiegend positives Setting. Der BIP oder die BIP-Preise werden es jetzt bringen. Jetzt schauen wir mal hier im 5-Minuten-Chart, was passiert. Ist natürlich hier ein Stück weit aggressiver. Wir schauen mal auch, wie das Spread aufgeht. Neben dem hauen wir uns jetzt hier gleich mal die Yandaya News rein, damit wir auch sehen, was da hier vor sich geht. So. Verbraucherpreise. USA. Sekunde. Prognosen sind schwach für Amerika. Kevin, an dieser Stelle. Ja, man rechnet ja auch hier mit einem. Jetzt sind sie raus, die Daten. Bin ich mal gespannt. Mit einem leichten Rückgang rechnet man auf jeden Fall von 1,4. Mal sehen, was Euro-US-Dollar macht. Der muss jetzt erstmal die Daten schlucken, so wie es aussieht. Aber gerade hängt er hier fest. Auf meiner Trading Station läuft nämlich Euro-US-Dollar schon ein Stück weit hoch, aber hier auf meiner Workstation mag er sich gerade nicht bewegen. Ich glaube, das ist zu viel Input. Dann machen wir mal ein anderes Fenster auf. Also da tut sich eigentlich nicht viel, Ja, ich sehe es aber gerade. im Ich sehe es gerade im Moment, 1-Minuten-Chart auf der Trading Station. jetzt geht's runter. Ja. Jetzt haben wir die Dollarstärke. Martha, ich schalte mal kurz auf Jörg? meinen Bildschirm. Ich habe hier gerade, der MetaTrader hat sich hier gerade ein Stück weit Ja, verabschiedet. okay, aufgehängt. Ja, das ist natürlich Vorführeffekt, aber dafür hat man ja eine Trading Station. So. Da. Hier haben wir auch einen Tagessupport in dem Bereich. Da wird er wahrscheinlich jetzt mal kämpfen. Hier. Mal schauen. Aber es ist jetzt für mich kein Grund, jetzt Short zu gehen. Also. Nein. Nein, das ist auch, ich sag mal, die Reaktion ist ja, also ich sag mal, die Erstanträge Ja. auf Arbeitslosenhilfe sind hier ein Stück stärker reingekommen. Die BIP-Daten habe ich jetzt noch gar nicht vorliegen, also sehe ich Ja. noch gar nicht. Ups. Jetzt geht's, naja, erstmal mal abwarten. Es pendelt wieder. Es ist ein zähes Pendeln. Ja. Das lässt sich schon mal ganz klar definieren. Also es ist ähnlich wie bei, gut, gestern hatten wir einen deutlich stärkeren Ausschlag zur Fed, nach oben wie nach unten. 0,5 schwächer reingekommen, Bruttoinlandsprodukt. Sehe ich gerade, ne, 0,7, so wie erwartet, lese ich hier. Plus 0,7 erwartet wurde auch 0,7, also genau
die Erwartung getroffen. Was lese ich aber hier im Chat? Fernando, du hast 0,5. Wie kommst du darauf? Auf jeden Fall aber schwächer. Also Prognosen wurden erfüllt, aber zuletzt im Quartal waren es 1,4. Das ist natürlich jetzt deutlich unterdurchschnittlich. Wir sehen auch hier jetzt, Fernando kriegt 0,5. Also ich kriege auch 0,7 von meinem Newsflow von Yandaya. Würde mich wundern, wenn das nicht stimmt. Aber es ist auf jeden Fall jetzt keine Preisindex. Ah ja, Preisindex des BIPs ist 0,7. Q1. Hier haben wir schön, arbeitet sich mal schön nach unten. Australdollar Cut, Hier. das ist jetzt eine interessante Situation, Ja, korrekt? das ist jetzt vorbei. Na, no, würde ich nicht sagen. Schau mal, was an der Range noch zur Verfügung steht. Also ich meine, er tendiert Ja, jetzt, ne? aber ja, nee, also ich für mich ist es jetzt so, also vor dem, wenn wir keine News gehabt hätten, wäre ich schon hier rein gegangen. Jetzt ist man muss ja auch sehen, im Tagesstart befinden wir uns hier auch im markanten Unterstützungsbereich. Keine Ja. Frage. Und die ADR lässt dennoch ein Stück weit Spielraum zu. Man sieht aber hier, Ja. also Euro-US-Dollar passiert letztlich mal rein gar nichts. Also die Daten sind so reingekommen wie erwartet. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe ein Stück stärker. Also auch wieder wenig Newsflow. Aber das gibt natürlich jetzt auch Anlass zur Hoffnung, dass sie sich nach dem ersten, ja, also mehr oder weniger Verdauen der Daten, was jetzt hier nicht zur explosiven Bewegung führte, sich aber dann jetzt hier noch Richtung finden für den US-Handel. Also man muss eben sagen, wir bewegen uns ja hier in der European Session und US-Session eigentlich am perfekten Standort. Das heißt, wenn wir hier in der Früh 8 Uhr unsere Rechner hochfahren oder 7 Uhr, jeder wie er es will, dann ist es natürlich so, dass wir hier von der Zeitspanne her bis zum, ich nenne es mal, üblichen Arbeitszeit 17, 18 Uhr deutscher Zeit, hier wir eigentlich genau am Puls der Zeiten sitzen. Das ist, sagen wir, von der Handelsspanne her hervorragend. Wir sehen also wirklich, dass wir da verschiedene Währungsräume abdecken, sowohl den Auslauf der Asia-Session, dann die komplette European-Session und am Nachmittag jetzt die US-Session. Hier ist es natürlich jetzt sehr interessant, was passieren wird. Im Weiteren, also Euro ist Dollar völlig unbeeindruckt, die Daten völlig flach dahingehend, also keine Überraschung, keine negativen Überraschungen, aber auch keine positiven. Euro ist Dollar schnippt hier ein Stück weit hin und her. Wie heißt denn nun der Indikator von Mata, wird hier nochmal gefragt, sehe ich gerade. Der Der hat Währungsstärke. keinen Namen, glaube ich. Oder Moment, könnte Currency man. Meter. Currency Strange Meter, Ja, glaube ich. aber ich glaube irgendwas mit Power noch dazu. Okay, also wie gesagt, ich hatte ja vorhin im Stream schon geschrieben, da bitte an den Support wenden. Ich kann nämlich solche Indikatoren nicht auf dem Desktop transportieren, also nicht als Datei sozusagen anfügen. Das geht nur mit Bildern und Links. Und insofern da bei JFT Brokers können Sie da sozusagen dankenswerterweise von Martha den Indikator abholen. Und aber wie gesagt auch. Ich werde dir später nochmal einen Indikator schicken, der zeigt dir auch Vortagestiefs und Hochs und auch Opening Price. Habe ich hier auch. Aber den habe ich nicht in meinem Tempel, weil ich habe den einen von dir. Du hast ja meinen, also du hast Aber sozusagen den Free, also den du da verwendest oder der da drin ist, das ist auch einer, der sozusagen gebaut wurden von mir oder von meinem Skills. Wir haben ansonsten nur das Yesterday High und Yesterday Ho und du hast auch noch einen frei verfügbaren, meinst du jetzt, ich oder? habe noch ein Ei, aber da sind kein Vormonatshoch und Vorwochenhoch und Tief. Aber ich denke mir, Vortagestief und Hoch, wenn man das ja schon im Chart hat, hilft ja auch einen und Open Price. Das ist schon ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Auch mit der Candle, die man da Ja, sieht. Ich meine, beim WTI tut sich auch mal was. Entschuldigung, kein Chris. Problem, kein Problem. Ja, Mal wir sehen. schauen, wo die Reise noch hingeht. Ja, da ein bisschen Ja. zäh fürs aktuelle Verhalten. Muss man wirklich sagen, wirklich zäh für das aktuelle Ja. Verhalten. Also da ist jetzt wenig Flow. Also ich sag mal, wir haben zumeist jetzt den Nee. Donnerstag anvisiert für die Trading Sessions. Gestern natürlich, dass da die Fed und heute Bank of Japan war. Das haben wir jetzt vor 4, 5 Wochen jetzt nicht unbedingt so fokussiert, aber der Donnerstag generell eigentlich ein guter Tag in Sachen Flow, aber heute wirklich ein bisschen dick. Das ist Murphy's Law. Aber der Tag ist ja noch nicht rum. Wir können ja mal abwarten, was sich noch tut. Wie gesagt, die Daten werden verdaut. Und jetzt schauen wir mal, es sind viele, viele Fragen reingekommen. Also Indikator haben wir schon mal geklärt. Joe Cash fragt, welches Timeframe man fürs Intraday-Trading verwenden soll. Ich kann darauf antworten, Martha, aber was meinst du dazu, so aus deinem, sag ich mal, Erfahrungswerten, die du bisher so gesammelt hast?
Also ich benutze weiterhin den 15er. Du, glaube ich, hast auch gesagt, du hast eine bessere Quote. Bei den 30er kommst du damit besser zurecht. Ich versuche erstmal gar nicht mit dem 30er oder eine Stunde, weil ich habe gute Ergebnisse mit 15 Minuten. Ja. Also das ist im Prinzip auch beantwortet. Das ist, hängt aber auch, wie gesagt, nach der eigenen Couleur ab. Also ich handle auch so Breakouts im M5. Also kurzfristige Breakouts nehme ich gerne im M5 mit und eben auch sehr aggressiv hingegen der Rainbow. Das liegt aber auch daran, Martha, dass ich den im Prinzip auch sozusagen algorithmisch automatisiert habe und da eben die besten Ergebnisse im M30 kamen und eben nicht diskretionär, sondern rein automatisiert. Da ist es, wie gesagt, im M30er zu empfehlen, um dann aber auch nicht bei jedem Währungspaar, auch da musste man eine Unterscheidung treffen. Zum Beispiel Australdollar eher unglücklich, hingegen zum Beispiel, was war es, hervorragend britisch Pfund Yen. Ja, läuft der wunderbar, aber auf Australdollar wiederum nicht so gut. Und das sind so Sachen, die sich aber aufgrund der algorithmischen Automatisierung ergaben. Manuell und diskretionär kann man den Rainbow selbst in jedem Timeframe handeln. Das ist ja gerade der Witz am Rainbow, dass man eben hier die Multifunktionalität hat im Sinne dessen, dass man mit dem Rainbow ja ohnehin schon verschiedene Timeframes einfängt, aufgrund eben der trägen gleitenden Durchschnitte, die man da hat. Das heißt, man versucht eh immer das Momentum aus den übergeordneten, untergeordneten Zeitebenen mit einzufangen. Und das ist natürlich das, was den Rainbow auch da gerade interessant macht. Also die Frage, um die mal auf den Punkt zu bringen, Intraday geht für mich bis H1, also vom M1, also Minutenchart bis Stundenchart. Das sind sozusagen Setups, die man Intraday handelt und auch auf Signale schaut. H1 ist da schon das oberste Level, weil im Prinzip, wenn man von 8 bis 16 Uhr theoretisch handelt, bekommt man theoretisch 8 mögliche Signale. Und das ist natürlich auch überschaubar im Sinne dessen, dass der Tag ja auch nur 24 Stunden hat. Also das muss man eben dann auch mit seiner Zeit in den Einklang bringen. Aber im 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart, da hat man natürlich viel mehr Signalfrequenzen und auch im Intraday-Bereich natürlich noch häufigere Ideen, da auch Entries zu starten. Also das ist sozusagen sehr, sehr individualisiert, aber ich würde mal ra den Rat geben, M15 ist ein sehr, sehr gutes Intraday-Timeframe. Also es ist nicht zu schnell wie jetzt der M5 oder M1 und eben auch nicht so träge wie der M30 und der H1, um die Frage jetzt gleich mal zu beantworten. So. Geht dein MT4 wieder, oder? Magst du dein Bildschirm nicht mehr zeigen, wa? Doch, doch, Nee. der ist der läuft wieder rund. Ich hatte einfach zu viele. Da kann ich gleich mal auch einen Tipp aus der Praxis geben, was man da machen kann. Wenn man nämlich, ich stelle mal den Bildschirm am besten gleich mal um, dann haben wir es gleich wieder. Also das kann in der Regel passieren. Das lag bei mir daran, dass ich hier zu viele Software-Tools auch auf habe auf meiner Workstation sozusagen. Moment, jetzt muss ich den Bildschirm übertragen. Da. So, jetzt müsste wieder da sein. Also ich habe jetzt hier allein schon zwei Metathreader auf und noch vier, fünf andere Software-Tools und auch noch das Webinar-Programm laufen und noch jede Menge E-Mail-Programme und noch, was weiß ich, für Malware-Software und Viren-Software und dergleichen. Und da kann es durchaus sein, dass er manchmal ein bisschen ins Hängen kommt. Deswegen auch den Tipp, wenn man Intraday tradet, wie auch das Bild vorhin von mir schon gezeigt, oder auch von Martha heute früh, eine Trading Station ist da schon nicht schlecht. Also ich habe da hier meine Trading Station, da laufen ausschließlich neben aus Virensoftware eben die Metatrader durch. Und das ist natürlich eine feine Sache, weil man dann die Signale, und da hängt auch nichts. Also das ist natürlich was, wo es dann einfach durchläuft, der Prozessor ist stark, da sind keine extra Programme, die irgendwie blockieren. Aber ein Tipp aus der Praxis, wenn Sie jetzt mal Probleme haben mit den, also wenn der Metatrader zu lange lädt oder irgendwas hängt und irgendwas nicht funktioniert, ja, da gibt es die Möglichkeit, dass Sie hier über Extras und Optionen, ja, hier sozusagen die Kerzen der Historie festlegen. Das habe ich gerade eben gemacht auch. Das war bei mir nämlich vorher hier, was ist das, 100.000? Das kann man auch auf bis zu einer Million setzen. Das ist gerade jetzt für Backtests oder eben für Indikatoren, die größere, längere Zeitebenen mit in Anspruch nehmen, hier zu verwenden. Aber Sie können hier praktisch die maximalen Kerzen, die Historie reduzieren. Ja, wenn Sie da auf 5.000 gehen, das Minimum, Sie können sogar auf 1.000 setzen, dann werden im Prinzip die entsprechend letzten Kerzen dazu verwendet, um sozusagen ihren Chart zu erzeugen. Und damit muss der Metatrader natürlich auch weniger rechnen und arbeiten. Und das führt ergo dazu, dass selbst wenn Sie viele Backprogramme noch laufen haben, also Hintergrundprogramme, dann ist es natürlich so, dass der dann
flüssiger läuft, einfach weil er nicht so viel Daten verarbeiten muss. Ja, ich habe jetzt hier unten noch meine 15, 16 Währungspaare, die dann alle mitlaufen und jeder hat hier den Rainbow drin, jeder hat die MACDD-Kerzen. Das ist natürlich ein Gewulst an Daten, die er da verarbeiten muss. Und wenn da noch andere Programme im Hintergrund laufen und eben viele Kerzen zu verarbeiten sind, dann kann es hier mal hängen. Also aus der Praxis, da über Extras und Optionen können Sie hier sehr, sehr schön agieren. Ja, Euro-US-Dollar, also es ist ja wirklich nur ein Trauerspiel, was wir hier sehen. Es ist ein zäher Pendelmarkt. Es ist hier eindeutig hier kaum eine klare Richtung zu erkennen. Und da hatten wir auch heute Morgen schon, dass hier Geduld eine große Tugend ist. Ich habe heute, wie gesagt, nur einen Trade bislang gemacht. Das war der Australdollar, US-Dollar, ein Kanadisch-Dollar. Das war der einzigste Trade, der mir hier so schlüssig in den Sinn kam. Eben auch, weil die Range da, weil das Momentum da, weil der negative Wochentag da, das war eigentlich alles genauso, wie ich es mir vorstellte, doch dann gab es den Spike nach oben. Das ist, wie gesagt, völlig in Ordnung. Ganz, ganz wichtig, dass das immer passieren auch kann. Und wie gesagt, wenn man das Risiko klein hält, was soll denn passieren? Auf die nächste Chance achten und versuchen, da entsprechenden Profit mitzunehmen. So, wir schauen mal, wie gesagt, stellen Sie ruhig fleißig Fragen, das kommt hier weiter rein. Das ist gut, Australdollar Cut, den hole ich mir jetzt trotzdem mal auf dem Schirm, Martha. Den will ich mir nämlich nochmal angucken. So, der hat mir nämlich eigentlich ganz gut gefallen vorhin. Und bietet ja, wie gesagt, auch noch Potenzial. Auch vom MetaTrader her, wie gesagt, Sie können sich hier Ihre Templates zurechtbauen, die Sie dann im Prinzip immer wieder verwenden. Und mit einem Klick können Sie den Chart dann für Ihr Couleur verwandeln. M5, schwupp. Hier ein Stück weit unklar, aber Spin negativ schon mal. M15 hier die klarere Struktur. Das ist auch nochmal zur Frage von vorhin. M5 habe ich auch gelesen und das ist tatsächlich so, man bekommt natürlich im kurzfristigen Timeframe auch durchaus viele Fehlsignale. Der Punkt ist, der M5 ist wesentlich schnippiger und da kommt es auch, da muss ich gleich eine Geschichte auch erzählen zu den Candles, die Kerzen eben, einfach mal bezogen auf eine Hammerkerze. Also eine Hammerkerze, jeder von Ihnen weiß ja mit Sicherheit, was eine Hammerkerze ist. Und wenn ich frage, einfach kurz schreiben, dann erklären wir es nochmal. Aber so eine Hammerkerze, wenn die denn im Tageschart auftaucht, hat die natürlich eine ganz, ganz andere Relevanz, ein ganz anderes Standing als so eine Hammerkerze im 5-Minuten- oder Minutenchart. Ja, also das heißt, je höher das Timeframe, desto klarer auch die Signale, weil eben sich auch mehr Kapital in den entsprechenden Zeitebenen bindet, wenn es nach oben geht. Also das ganz große Geld, glauben Sie mir, das ist hier nicht unbedingt im 1-Minuten-Chart unterwegs. Das ist wirklich eine andere Materie, auch gerade wenn die großen Währungskapitalströme da oder auch Pensionsfonds, Hedgefonds, eben große Adressen hier am Markt aktiv sind, die werden jetzt nicht unbedingt in 1-Minuten-Chart treten, um es mal so zu sagen. Das ist eben eher was für Marktteilnehmer, die hier eben an den Bewegungen im kurzfristigen Timeframe partizipieren wollen, um, wie wir es heute Morgen schon so schön sagten, eben was rausschnippeln zu können aus dem Markt, wie auch Heiko Behrendt, der Schnippelmeister in Sachen Scalp Trading. Deswegen auch das Scalp Trading, angelehnt ja an den Scalp der Indianer, also abschneiden, dass man sich im Prinzip hier was rausschneidet von den Bewegungen, die es denn da gibt. Und da zielt man im Gro eben nicht hier auf die 100 Pips, gerade im 5-Minuten-Chart. Wenn es passiert, ist schön, aber in der Regel immer an das Timeframe angepasst, an die entsprechende Entwägung. Aber Australdollar Cut, faktisch interessant, aber was stellen wir fest? Zum einen haben wir hier immer noch das Verhalten in der Asia-Range. Wir sind aktuell erst 56 Pips gelaufen. 84 Pips ist die Range. Der Durchschnitt ist sogar noch viel, viel höher, wie ich hier gerade ja sehe, auf die höheren Timeframes bezogen. Aber so im Schnitt, unabhängig der Average Daily Range, die langfristig sich hier einrechnet, sind wir so grob zwischen 80 und 90 Pips. Und da könnte heute schon noch ein bisschen was gehen, aber wir sind hier entscheidungslos mitten in der Asia-Session. Das heißt, das europäische Kapital hat hier nichts in irgendeine Richtung bewegt und auch jetzt die US-Session, der vorbörsliche Handel läuft ja in den USA bereits, der ist jetzt hier, ja, buchstäblich auch noch nicht zum Zuge gekommen. Ja. Also wahres Momentum meines Erachtens, wenn es hier zum neuen Tief kommt. Also wenn wir hier wirklich einen Ausbruch nach unten sehen, doch dann haben wir auch schon wieder die Relation zu dem zur Average Daily Range, die überschaubar ist. Vortagestief, dann auch hier eben gleichsam. Da würde man dann schon auf dem Überschießen spekulieren müssen, damit hier was geht. Aber da ist auch Geduld gefragt. Ich habe hier gerade von Kevin noch was. US-Dollar Yen H1 107,9 verteidigt, Long Entry, Fragezeichen. Schauen wir uns doch mal den US-Dollar Yen mal hier in Rainbow Montur an.
So, was sehen wir hier? Also erstmal der Rainbow M15 US-Dollar-Yen, nach wie vor ausgebombt das Teil, ja, aufgrund der Asia-Session und den entsprechenden Ausverkäufen. Da kamen ja auch noch die Zahlen aus der Nacht rein. Hier so eine kleine Bodenbildung von dem Vorwochentief. Und ja, Kevin, unter Swing-Trading-Gesichtspunkten ist es durchaus denkbar, hier einen Long-Entry in Spekulativen zu suchen. Das will ich nicht bestreiten, denn wir gucken uns gleich am besten mal das höhere Timeframe an. Da ist der Chart natürlich jetzt ein Stück weit überladen mit dem Rainbow, aber hier ist das Vorwochentief. Da ist das Vorwochentief. Und hier haben wir im Prinzip auch die Bodenbildung gesehen. Ja, hier jetzt der Ausverkauf. Im Prinzip hat der US-Dollar-Yen ja daran gearbeitet, hier nach oben auszubrechen. Über 112 hätten wir hier ein, ich sag's mal, ein taktisches Kaufsignal gehabt für mehrere 100 Pips nach oben. Das blieb aus. Der Markt ist hier abgestürzt, aber die Chance auf eine mögliche Bodenbildung ist hier durchaus gegeben. Also, ich will jetzt hier keine Kaufempfehlung abgeben, aber wer denn davon ausgeht, dass es hier zu einer Stabilisierung kommt, sowohl an den Aktienmärkten als auch eben beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, der ist hier sicher gut beraten, hier über einen möglichen Einstieg nachzudenken. Zumal man auch hier mit einem relativ engen Stop, das muss jetzt nicht unbedingt das letzte Tief hier bei 107,63 rund sein, ja, kann man auch ein Stück weit Spielraum lassen, denn eins ist Fakt, man muss auch davon ausgehen, dass selbst wenn sich jetzt ein Boden bildet, so also kleine Spikes nach unten erfolgen könnten, um wirklich dann, das ist leider Gottes durchaus der Fall, hier so ein Fake-Out zu erzeugen, um dann im Nachgang hier dynamisch nach oben zu ziehen. Also die Situation ist hier halt sehr, sehr heiß beim US-Dollar-Yen, generell bei allen Yen-Pairs, weil eben hier die große Gretchenfrage ist, gehen wir jetzt noch ein Stück weit tiefer? Und ich muss halt sagen, aufgrund der bisherigen Relevanz vom Chart kann ich mir vorstellen, dass wir eben durchaus noch weiter nach unten gehen. Die Bank of Japan wird aber, da bin ich ganz sicher, jetzt hier im Bereich 110 bis 105, 106 hatten wir ja im anderen Chart vorhin zu stehen. Ich zeige Ihnen das gleich nochmal auf einem anderen Timeframe, beziehungsweise auf einem großen Chart. Wo sind wir hier? Da. Das Dollar-Yen heute 2,78% Wahnsinn. Also hier haben wir nochmal den großen Chart. Hier sehen wir die leichte Bodenbildung. Hier so eine Art Bullish-Bearish Engulfing. Wir wissen nicht, was es wird, aber wenn morgen zum Beispiel jetzt hier die Kerze komplett die blaue umschließt, also die Erholung der letzten Woche komplett von dieser Woche relativiert wird, dann hätten wir hier ein bearish Engulfing auf Tagesbasis und statistisch haben diese Pattern, diese Candlestick-Pattern eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit und Sie haben auch hier diesen blauen Pfeil gesehen, das ist ein Widerstandslevel 111,75, 112, dieses Niveau hier und also ich präferiere auf jeden Fall noch weiter fallende Preise. Kevin, nichtsdestotrotz, aufgrund des Ausverkaufs, wenn man hier auf eine Stabilisierung setzt, warum nicht long gehen? Ja, letztlich würde ich es nicht machen. Scheint mir ein Stück weit zu heiß, aber Sie hätten hier die Möglichkeit oder du vielmehr mit der Bank of Japan zu traden, weil ich vermute, die wird eben, wenn es hier weiter runter geht, ja, 105 könnte ich mir eben noch gut vorstellen, aber hier ist so der Schmerzkegel erreicht, weil wir dann auch hier an den Hochs von 2013 sind, hier am Pullback-Tief von 2014 und wenn wir hier eben durchmachen, also da sind wir auch schon nahe der 100-Yen-Marke und dann zugegebenermaßen glaube ich, dass die Bank of Japan hier intervenieren wird. Da wird es sicherlich Moves geben. Aber wir wissen von der Schweizer Nationalbank, dass das ja, langfristig nicht funktionieren kann. Aber die Bank of Japan gibt hier nicht auf, weil wenn sie das tut, dann hat das komplette Regierungssystem einen Fallout hingelegt. Und das wäre natürlich sag ich mal, eine Entblößung der eigenen Vorgaben und schlichtweg wäre es einfach ein Abgesang. Man muss davon ausgehen, dass es einen kompletten Regierungswechsel geben dürfte und, und. Deswegen wird so lange versucht, wie möglich das stabil zu halten und ob es von Erfolg gekrönt ist, sei mal dahingestellt. Wir wollen ja nicht philosophieren über die großen Makrothemen, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, da kann man auch stundenlang drüber plaudern, wie sich und wohin sich vor allen Dingen das Finanzsystem noch entwickeln wird. Aber wir wollen uns ja viel mehr den Markt jetzt nochmal live anschauen. Also, ich gehe nochmal in den Chat rein. Martha, wenn du was hast, dann rufe einfach zu. Wir haben dich auf Standby. Nicht so laut Kaugummi Ja, kauen, ich ne? gucke die ganze Zeit, aber tut sich nichts. Nee, das ist wirklich, also tut mir auch leid für die heutigen Zuschauer, aber that's Trading. Wir Ja. müssen da einfach ganz cool und entspannt sein. Martha wird uns noch eine Geschichte aus ihrem Trading-Alltag nachher erzählen, hat sie ein kleines Gedicht vorbereitet. Bestimmt. Du überschätzt meine Talente, Ah, Christoph.
Nein, 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 das werden wir mal sehen. Also im Prinzip, wie gesagt, das muss man einfach mal ganz realistisch sehen. Wenn nichts ist, da brauchen wir uns hier auch nichts aus der Rippe schneiden. Und ich hätte mir was anderes gewünscht, aber wir sind hier eben nicht im Wunschkonzert. Und der Michael hat es auch vorhin im Chat, meine ich, geschrieben, die Geduld. Und das ist tatsächlich so, ist eine ganz, ganz wichtige Tugend. Ja, also hier großartig abfeuern. Wie gesagt, ich hatte früher auch Tage, da habe ich viel, viel mehr gehandelt. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass das dem Aufwand in der Regel nicht wert war, weil unterm Strich, ob man da wirklich mehr verdient, wenn man jetzt so aggressiv und viel mehr handelt, ist auch dahingestellt. Ja, dann lieber qualitativ hochwertige Signale verwenden, am eigenen Setup bauen und dann sich eben entsprechend entwickeln. Und hier zählt eben auch dann Qualität vor Quantität. Kennen Sie sicherlich aus eigenen Stücken. Kann man auch auf jede andere Unternehmenswelt projizieren. So, der MT4 auf dem MacBook. Meines Erachtens läuft er nicht auf dem MacBook. Müsste ich aber mal einen Support fragen. Ich selbst habe keinen Mac. Ich meine aber, der MT4 ist only Windows-System gesteuert, weil eben massentauglich sozusagen. Ob es eine Mac-Version gibt, müsste ich jetzt mal testen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, muss ich sagen. Müsste ich mal prüfen. Da am besten support@jfdbrokers.de. Ich würde es genauso machen. Müsste mal unseren Support fragen. Ich selbst, wie gesagt, arbeite leider nicht mit dem MacBook. Aber es gibt ein MT4 bei Admiral. Da müssten wir es eigentlich auch haben für Mac. Würde mich jetzt eigentlich wundern. Ich weiß es aber nicht ganz sicher. Wie gesagt, das ist eine interessante Frage. Werde ich klären. Das nächste Mal weiß ich es. Sie selbst, wenn Sie es beantwortet haben wollten, dann mal bitte prüfen. Also es ist, wie gesagt, wär auch keine große Sache meines Erachtens. Aber in der Regel den MT4, den ich eben verwende, der ist eben für Windows projiziert. Gut, ich habe noch mal eine Frage gelesen. Da muss ich jetzt mal kurz hier bei mir die Bildergalerie bedienen. Und zwar ging es um die Timeframes der Asia Session. Da führe ich Ihnen gleich mal ein Bildchen auf nach Greenwich Mean Time. Also müssen wir da plus eine Stunde rechnen. Jetzt muss ich mal sehen, wo ich den Slide habe. Also Bild sagt mehr als 1000 Worte. Forex, 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 Forex. Dann mal wieder die guter Rat teuer. Wenn ich denn jetzt da Forex Sessions damals doch. Rufen wir mal den Slide auf, da haben wir es. Im Prinzip sehen Sie hier die Trading Sessions, also hier Greenwich Mean Time, das heißt plus eine Stunde, meine lieben Zuschauer, muss man hier rechnen. Das ist praktisch GMT, ist die klassische Handelszeit, die klassische Londoner Zeit, Greenwich Mean Time. Und es ist jetzt praktisch hier nach dieser Zeit mitteleuropäische Zeit, also unsere Zeitzone MEZ, plus eine Stunde hier jeweils. Ja, also es geht in Wellington, Neuseeland, hier 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit los, die Forex Session. Und er streckt sich sozusagen, dann kommt hier Australien dazu, die Tokio-Japan-Session, Hongkong, Sie sehen es ja, die schalten sich dann hier sozusagen dazu. Und das ist genau der Punkt, wo man sagen muss, die Asia-Session selbst, für meinen Geschmack, von 23 Uhr beginnend, also in Neuseeland sogar schon dann, eben bis in der Früh um 7 Uhr. Man kann das aber auch auf 8 Uhr zum Beispiel ausdehnen. Ja, das ist aber sozusagen die Asia-Session, weil wenn man es hier genau nimmt, die Tokio-Session geht ja bis 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Also man kann es sogar noch weiter ausdehnen, aber hier ist bei mir die Überlagerung im Prinzip, dass es so 7, 8 Uhr dann für mich endet. Also da ist eigentlich auch schon alles durch in Asien, was man da so, sage ich mal, an Bewegungen, News und dergleichen hat. Deswegen die Asia-Session in diesem Zeitfenster sozusagen aufgehangen. Ja, und die New Yorker-Session dann entsprechend von 14 bis 22 Uhr. Ja, so ein kleiner Bug drin, 10 Uhr, müsste man die Zeit mal ein bisschen anders dotieren. Aber grundsätzlich hier als Gedankenstütze, wie das denn hier aufgebaut ist, zu sehen. Ja, und London, wie gesagt, kommt hier 9 Uhr dazu, Frankfurt 8 Uhr und dann geht es im Prinzip zur Sache. Gut, zur Sache sollte es heute auch gehen, es tut es aber mehr schlecht als recht. Wir halten trotzdem die Augen offen und Martha, nichtsdestotrotz, wir wollen es jetzt nicht über die Gebühr in die Länge ziehen. Wenn heute jetzt hier nichts mehr passiert in der nächsten halben Stunde, dann werden wir das Webinar wahrscheinlich auch ein Stück weit früher beenden. Dennoch wollen wir natürlich ein Stück weit Mehrwert auch jetzt hier am Nachmittag liefern. Und insofern mal da noch eine Frage an dich sozusagen. Du hast ja jetzt mit dem Rainbow Trading sozusagen Fuß gefasst zum Markt, aber du Ja. entwickelst trotzdem noch eigene Ideen. Das heißt, du hast da auch immer wieder noch neue Intentionen, um da eigene Setups zu kreieren. Das hat sie ja neulich auch mal in einem Chart dargestellt, glaube ich, bei mir im Stream.
Ja, ich habe dir auch mein Template, glaube ich, per E-Mail geschickt. Ich habe jetzt versucht, die Woche in einen Minutenchart zu traden, aber das ist Uiuiui. richtig hardcore. Das Ja, das wäre ja was ist. für heute gewesen, sage ich mal. Im 1-Minuten-Chart, dann hat man natürlich eine Signalfrequenz, die ist ferner liefen, in Anführungszeichen. Das heißt, da, ja, jede Kerze 1 Minute. Das heißt, Sie wissen, dass Sie bis zu 60 Signalen in der Stunde bekommen können. Und das manuell umzusetzen, ist schon mal eine Herausforderung. Ja, braucht man schon flinke Finger. Flinke Finger. Aber ja, es ist, ich habe noch nicht so das Gefühl für einen Minutenchart. Ich denke da immer, ich muss jetzt 20, 30 Pips holen, aber und dann bin ich zu lange in meinen Trades drin geblieben. Natürlich bin ich ja ausgestoppt worden, weil es dann so schnell gegen mich gelaufen ist. Also, und man braucht auch eine hohe Trefferquote. Ja, wenn ich dann 5 Pips hole und Stop-Loss von 5 habe, dann muss ich mindestens mit 60% Trefferquote handeln und das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Also erstmal ist es auf Eis gelegt. Ich bleibe bei meinem klassischen Rainbow. Aber ich gebe nicht auf. Du gibst nicht auf, das heißt, du bist da auch immer auf der Suche nach Nein. neuen Setups und das ist ja auch grundsätzlich richtig, obgleich ich da natürlich gleich einhaken darf, weil ich habe natürlich auch in meiner Laufzeit da viele, viele Sachen probiert. Man muss natürlich auch wissen, gerade im 1-Minuten-Chart ist es natürlich so, Moment, Sekunde, gerade im 1-Minuten-Chart ist es natürlich so, dass man da auch extrem viel Frequenz hat und natürlich auch extrem viel Handelsgebühren sozusagen an den Tag legt und die muss man auch teilweise erstmal verdienen. Das heißt, wenn man ein profitables System hat, dann kann es durchaus dazu kommen, dass die Handelsgebühren bis zu 50, 60, 70% der eigentlichen Performance auffressen. Ja, also ich meine, wir bei JFT Brokers haben ja die Core Spreads, also die engen Interbank-Market Spreads und was wir verdienen, nicht am Preis oder an irgendwelchen Fakes oder an irgendwelchen Manipulationen oder Casino-Spielereien. Nein, wir haben die Handelskommission, praktisch eine ganz normale Gebühr, um den Handel, die Technologie und das Ganze zur Verfügung zu stellen. Und dennoch ist es so, je kürzer das Timeframe, desto auswirkender natürlich die entsprechenden Handelskommissionen. Und das ist tatsächlich so, im 1-Minuten-Chart erzeugt man extrem viel Commissions, also extrem viel Handelsgebühren. Da freut sich der Broker, aber die muss man natürlich auch immer wieder verdienen. Und wenn du selbst auch sagst, 5 Pips Risiko, 5 Pips Stops, dann kalkuliert man das ja sozusagen ohne den Spread zum einen und auch ohne die Handelsgebühren. Ja, und damit, meine lieben Ja. Zuschauer, wird man langfristig, leider Gottes, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, damit wird man langfristig nur eins tun und das nämlich Geld verlieren. Weil man kann natürlich also nichts dagegen tun, wenn man nur das gewinnt, was man verliert und immer wieder 50-50 tradet, dann wird man A, aufgrund der Kosten schon langfristig Geld verdienen und wenn man dann eine gute Trefferquote hat, was durchaus möglich ist, dann muss man aber trotzdem auch die wiederum exponentiell gut reinholen, die Trefferquote, weil man eben nach den Gebühren eben auch noch was übrig haben lassen will und da zeigt ja auch Heiko Behrendt im 1- und 5-Minuten-Chart beim DAX-Trading aber speziell, dass er da sozusagen richtig gut was rausschneidet. Ja? Aber die Gebühren sind auch immer ein Riesenfaktor. So, was haben Ich wir hier freue noch? mich schon mal auf einen Trader, den du vorhin vorgestellt hast aus der Schweiz, glaube ich, gell? Mit dem Mhm. DAX Trading. Ja. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Da bist du natürlich Du willkommen hast dann. gesagt, der handelt ja sehr kurzfristig mit Heiken Naschisch, oder? Genau. Das war auch einer, Ah. den habe ich auch auf den IB Days dieses Jahr kennengelernt. Da war er mit bei Markus Gabel im Live-Trading. Da haben wir ja bei JFT Aha. Brokers das Sponsoring gemacht und der Jörg hat dort eben Euro, US-Dollar und DAX sozusagen getradet. Und es gibt Variationen mit Heike Naschi und eben mit kurzfristigen Timeframes und. Aber das muss man natürlich auf sich adaptieren. Liegt es einem, habe ich die Zeit dazu? Und wenn man über die Zeit spricht, dann ist es eben, weil wir gerade die Forex-Timezones vorhin gesehen haben, eben wichtig, dass man auch weiß, wann sind die liquidesten Handelsströme. Ja? Also zwischen 8 und 10 Uhr, 10:30 Uhr, da geht was an den Märkten und genauso tendenziell von 14 bis 16, 16:30 Uhr, aber danach trocknet der Markt buchstäblich aus. Also das, was wir jetzt praktisch sehen, ist hier schon das, was man im Prinzip nach 16:30 Uhr mit Sicherheit erwarten darf, es sei denn, es kommen Öl-News aus Kanada. Aber mehr ist dazu jetzt dann eigentlich auch nicht hinzuzufügen. Jetzt will ich aber kurz nochmal den kanadischen Dollar, nehmen wir erstmal raus, da tut sich wenig, aber das britische Pfund werden wir nochmal reinnehmen, weil da hat nämlich der René hier nochmal eine Intention gebracht, wo wir uns das britische Pfund ja nochmal anschauen können, hier am M15. Ja, da sieht man aber auch viel allerlei
und am Ende doch nichts Genaues. Der Rainbow versuchte hier aufzudrehen. Ja, das sah ja heute Morgen gut aus, Martha. Wir hatten darüber gesprochen, hier geht was. Vorm Tageshoch hat er Ja. noch abgedreht, Pivotpunkt geküsst, kurz vorm Opening wieder aufgedreht jetzt und nach den News jetzt wieder zurückgekommen. Und das, mein Lieber, das ist ja klares Ping-Pong. Ja? Also jetzt hier ein Trade abzusondern, erachte ich mal als höchst fragwürdig. Auf keinen Fall ist das eine Sache, die man tun muss. Vielmehr eben abwarten und um ehrlich zu sein, wenn ich das Chartbild so sehe, da glaube ich, kommt heute hier nicht mehr richtig was Vernünftiges zustande. Dazu müsste wirklich schon das letzte Hoch rausgenommen werden. Also technisch gesehen, wenn wir hier das Hoch von hier der Mittagssession überwinden, sozusagen über 1,45, 93, 94, da kann man erwägen, dass es hier nochmal Richtung Vortageshoch und höher geht. Aber dazu fehlt mir auch augenblicklich die notwendige Impulsivität. Also das ist wirklich was, wo ich meine, woher soll denn jetzt der Drive kommen? Ja, ich meine, News sind immer schön, die geben oder heizen eben auch an, gerade auch die Spekulation im Vorfeld, ja, wenn sich die Marktteilnehmer schon positionieren. Aber hier ist jetzt heute praktisch alles raus und nichts Neues zu sehen und das ist natürlich eine sehr, sehr zähe Geschichte. Die Ölgeschichte ab circa 15, 14, 15 wird hier gerade nochmal thematisiert, sehe ich gerade. Ich habe übrigens aber Öl mir vorhin auch nochmal reingeholt hier. Moment, das war der andere Chart. Hole ich meinen anderen MetaTrader-Grad. Da habe ich nämlich das WTU Crude Oil auch mal nochmal implementiert, Martha, damit du nicht immer extra den Bildschirm umschalten musst. Ja. So, was halten wir davon ab 14:15? Ja, so richtig kommt hier kein Drive auf. Machen wir auch hier mal wieder den Rainbow. Gleich hier noch mit einem leicht anderen Template. Tut aber nicht viel zur Sache, weil das Setup ist im Prinzip genau das gleiche. So, und da sehen wir hier, ja, es gab den Ausbruch über das Vortageshoch, aber so richtig was ist dazu nicht gekommen. Was soll man davon halten? Wenn wir jetzt den Chart mal ein Stück weit stauchen, sehen wir, dass wir hier von der Range her noch enormes Potenzial haben. Enormes Potenzial und bislang aber, wie gesagt, nichts dahingehend sich umgesetzt hat. Der Ausbruch hier dürftig. Hier gab es heute in der Früh, das war ja das, wo du Martha hier angegriffen hast. Und diesen Rücklauf hast du hier dann verkauft, was sicherlich auch nicht schlecht war, weil er hat sich sozusagen dann hier um die Asia-Session, um die Asia-Highs eingependelt, dann nochmal nach oben, neues Zwischenhoch, eigentlich prozyklisch bullisch, auch mit dem Rainbow, aber hier fehlt heute ein Stück weit der Drive. Das ist eben dann, wo man einfach sagt, Martha, das wirst du auch schon festgestellt haben, wenn du zwei, drei Trades abgefeuert hast und merkst, da kommt kein Volumen rein, dann bist du mit, wenn es überhaupt zu Trade Nummer 4, 5 kommen sollte, eh schon sehr restriktiv unterwegs, denke ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Und es macht auch keinen Spaß, den ganzen Tag zuzugucken, wie die Kurse hin und her schaukeln. Ja, also Richtig. dann gehe ich lieber raus und lasse die Märkte sein. So Ja, ist es. So ist es. Das ist auch ja. eine gute Info, die du da auch gegeben hast. Auf jeden Fall ist es so, wenn die Märkte hier nichts liefern und man das eben schon relativ frühzeitig abwägen kann, dann ist es eben auch wirklich mal gar nicht schlecht, einfach zu sagen, okay, technisches Zeichen, ich mache einen Haken dran und verabschiede mich jetzt einfach mal von der entsprechenden Session. Und dann ist es natürlich so, dass man einfach sagt, okay, es gibt noch wesentlich wichtigere Elemente auf dieser Welt. Frische Luft schnappen, gerade jetzt, wenn der Frühling, Sommer richtig an den Start geht. Unabhängig von zwischenzeitlichen Schneeschauern, dann ist es natürlich durchaus an der Zeit, da auch mal die Märkte einfach Märkte sein zu lassen und da einen Abstand zu gewinnen. Wie gesagt, heute ist tatsächlich so ein Tag, wo ich meine, recht zähe Geschichte, also wie gesagt, wo der Newsflow jetzt vom Nachmittag herkommen kann, ist mir mal ein Rätsel. Aber trotzdem interessant, dass die Martha hier an weiteren Setups feilt, sozusagen. Aber der 1-Minuten-Chart war ja, wie gesagt, per se nichts für dich. Ist wie gesagt auch ein Stück weit aggressiv und da muss man A, wirklich am Bildschirm kleben und dann eben auch mal den Kosten oder den Aufwand Nutzen viel mehr gegenüberstellen. Neben den Kosten, die man erstmal verdienen muss, eben auch dann den Stress, den man sich da aussetzt, weil die höheren Timeframes natürlich auch ein Stück weit Gelassenheit mit sich bringen, ne? Nee, ich habe ja auch so viel Bissen getradet, dass ich Kopfschmerzen gekriegt habe. Wirklich, Ui. teilweise hätte ich am liebsten in die Tischplatte gebissen. Wirklich, und dann nochmal 4 Stunden vormittags am PC und dann nochmal 8 Stunden im Job, das ist zu viel. Ja, Ja. da sprichst du auch, wie ist das mit der Work-Life-Balance? Du hast ja jetzt die Jahre der Vergangenheit, also ich muss schon sagen, das ist ja schon sehr zeitintensiv. Ich meine, du hast einen Fulltime-Job, unabhängig, dass du den Vorteil ja hast, dass du Schichten ausüben kannst. Das ist ja trotzdem so, du hast deine 8 Stunden, die du ablieferst. Und dann hast du so pauschal gesagt, was hast du denn an Zeit noch investiert über den
über den Arbeitsalltag hinaus in dein Trading? Also so mal pauschal, was hast du denn so im Schnitt? Also sind schon nochmal zusätzlich so 5 bis 6 Stunden am Tag. Wow, das ist schon eine Ja, Hausnummer. ich muss mal, Trading-Tagebuch gibt es ja auch zu führen. Ich muss sagen, letzte Zeit war ich auch nicht so dabei fleißig, ja. Oh, okay. Hab eher bei dir im Stream geschrieben, als meine Tagebücher zu Autsch. schreiben. Und dann abends, wenn ich nach Hause komme, bin ich groggy, ja. Und da habe ich auch in letzter Zeit keine Lust gehabt, mich da dran zu setzen. Obwohl es ist ja auch nicht viel Arbeit. Also ich habe ja einen Tipp von dir bekommen, immer Screenshots zu machen. Die mache ich ja immer. Und mal klein zu beschriften, was habe ich gemacht, warum habe ich es gemacht und warum habe ich es geschlossen und so weiter und so fort, ja. Absolut, absolut. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, die Teilnehmer, die hier am Rainbow-Webinar teilgenommen haben, wissen das ja. Martha weiß es auch, weil du ja eben an so einem Seminar schon teilgenommen hast. Aber da gehe ich jetzt nochmal direkt auf einen kleinen Slide damals ein. Moment, wo haben wir den? Ich suche den mal gerade raus. Das ist natürlich genau wichtig. Ich meine, Trading-Tagebuch, ich habe auch vieles probiert. Es ist, wie gesagt, auch wieder eine sehr individuelle Geschichte. Was bringt einem was? Was bringt einem wirklich Nutzen? Und ich habe auch schon versucht, längere Textreihen da durchaus zu zelebrieren. Also sozusagen hier letztlich die ja, komplette Protokollierung vom Trade-Einstieg übers Trade-Management, über den Trade-Exit sozusagen in einen Wortfluss zu fassen. Ja, und da kommt man, sage ich mal, schon nach kurzer Zeit auf ein immenses Volumen an Papier. Und ganz ehrlich, ich selbst habe es nie wieder gelesen, also schon gar nicht komplett. Und ich glaube auch, der große Durchschnitt wird das in der Masse nicht nochmals so aufarbeiten können, als dass das dann wirklich so einen Mehrwert bringt. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, die Informationen möglichst zu komprimieren, also die Informationen, die man sozusagen hat. Und wenn man hier daran geht, dann hat Martha das ja gerade angesprochen, neben der Zeit, die man natürlich privat aufwenden muss, ja, um jetzt sozusagen da auch seine Skills zu entwickeln. Und da muss ich sagen, also Hut ab, da blieb nicht viel Privatleben, um deine Skills hier weiterzuentwickeln. Aber das zeigt ja auch nur, dass das genau das widerspiegelt, was die Märkte auch reflektieren. Das heißt, wenn man engagiert und diszipliniert vorgeht und eben auch natürlich das Charting insofern betreiben muss, dass man beispielsweise, WTI kommt hier gerade richtig schön zurück, US-Dollar Cut parallel dazu nach oben, man muss pauschal gesagt, seine 1000 Rainbows gesehen haben, man muss seine 500 Ausbrüche gesehen haben, man muss eher noch 10.000 Mal das Ganze durchgespielt haben, um so ein gewisses Feeling für den Markt zu kriegen. Da stimmst du mir bestimmt zu, oder? Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang meiner Karriere hätte ich wahrscheinlich mit Rainbow auch nicht viel anfangen können. Und ich muss sagen, ich habe so viel ausprobiert. Mein Bücherregal ist voll mit Trading-Büchern. Eigentlich kann man davon nur 3 Stück gebrauchen. Ich besuche seit 5 Jahren immer wieder Webinare. Also jetzt nicht mehr so häufig, aber früher alles, was so auch bei anderen Forex-Brokern gab, habe ich besucht und die Strategie durchprobiert und die und die und die. Aber auch bei keiner Strategie bin ich ja auch wirklich dabei geblieben. Und es mit dem Rainbow. Ich habe jetzt mein Setup gefunden und dabei bleibe ich und werde das auch noch perfektionieren. Na, wie gesagt, also Ja. das ist also Hut ab erstmal für den Weg, den du da gegangen bist. Und dann ist es auch tatsächlich so, das selbst für sich schon festzustellen, dass man da was hat, was einem taugt. Und eben man versucht, das ist aber in der typischen Manie eines Händlers oder eines, ich sag mal, eines Novizen sozusagen, also eines Anlernenden, der sozusagen in die Märkte eintaucht und sich weiter damit beschäftigen will. Man versucht natürlich vielerlei Sachen zu finden und auch Setups auszuprobieren. In der Regel, mein lieben Zuschauer, gibt es wirklich hunderte funktionierende Setups. Ob sie jetzt Pivotpunkte traden, ob sie mit Fibonacci traden, ob sie Rainbow nutzen, ob sie Markttechnik nutzen oder was auch immer. Wichtig ist einfach, dass sie mit dem Setup, was es da gibt, eben auch ein gewisses Vertrauen aufbauen und eben auch eine Handelssystematik, die letztlich, Sie kennen sicherlich den Spruch, der Einstieg ist relativ, letztlich durch das Trade Management und das Risikomanagement bestimmt wird. Also Sie müssen den Trade dann gut verwalten und Sie müssen Ihr Risiko in den Griff kriegen. Die Profite, wenn Sie denn zum Beispiel trendfolgend agieren, kommen mit den richtigen Signalen dann schon von alleine. Aber es gibt eben auch immer wieder Phasen, wo es eher dürftig ist und da muss man sein Risiko doch schon sehr stringent nach unten schrauben, um hier eben nicht Schiffbruch zu erleiden. Und das ist wirklich eine Kunst, sich damit eben auseinanderzusetzen. Und da will ich jetzt mal hier nochmal den Slide bringen, hier aus dem Rainbow-Seminar.
Da geht es hier um den Handelstag, ja, weil Martha es eben ansprach. Trading-Tagebuch führen etc., ganz wichtiges Thema. Kernelement der Aufzeichnung, wie gesagt, sind so wichtige Punkte, die man hier zunächst erstmal erfassen sollte, um sozusagen auch sich mit dem Trade selber zu identifizieren und auch damit auseinanderzusetzen. Da gibt es auch den Punkt, warum wurde der Trade eröffnet, ja. Also das ist eine Frage, die ist wirklich hier ganz, ganz wichtig, die geklärt werden muss. Warum sind Sie long gegangen oder short? Warum? Und das ist natürlich eine gewisse Sache, die lehnt sich an die Handelssystematik an. Ja? Also auf den Rainbow bezogen, wir haben klares Momentum, wir haben genügend Range vorhanden, es gibt eine entsprechende Signalkerze oder einen Ausbruch. Das sind aber Punkte, da müssen so mindestens drei sollten da sein und das ist so ein wiederkehrender Prozess. Das heißt, Sie haben eine Handelslogik entwickelt und wenn Sie die haben, dann können Sie das Ganze auch weiter fortführen und mit dem Screenshot, wie Martha sagte, das kann eben so aussehen oder wie auch immer, aber vergewaltigen Sie den Chart ruhig nach Möglichkeit. Ja, Sie müssen hier ganz klar, wenn Sie einen Einstieg gefunden haben, begründen, warum. Ja, dass Sie eben im Prinzip eine Handelslogik haben, die Sie verfolgen. Und das können Sie auch hier so in den Chart pinseln. Und da ist es wirklich so, glauben Sie mir das, das hat mir auch viel gebracht. Und ich denke auch Martha, einerseits ist es eben viel leichter, wenn Sie solche Charts durchblättern, Ihr Gehirn zu konditionieren, ja, also auf dem Weg des Erfolgs zu führen, dahingehend, was suche ich, was bringt zum Erfolg oder was führt zum Erfolg und wenn es nicht zum Erfolg führt, warum nicht? Und das schreiben Sie im Prinzip alles hier in diesen in Chart rein. Sie machen praktisch einen Screenshot, idealerweise vor dem Trade oder wenn Sie ihn eingegangen sind und dann nochmal einen abschließenden. Ein abschließender könnte dann so aussehen, dass Sie eben schreiben, okay, der Rainbow hat hier gespinnt, war hier negativ orientiert, es deutete sich hier alles mit Bruch der Asia-Range, nochmaligen Bruch und neuem Tagestief, neuem H4-Tief, eine weitere Abwärtsbewegung an. Jawohl, dann Teilverkauf gemacht und nochmal einen Teilverkauf, als die Range dann hier unten sozusagen abgeschöpft war. Damals hatte ich noch nicht mal den ADR-Indikator, aber es war ja hier schon ableitbar, durchschnittliche Range rund 120 Pips und der ist hier 132 gelaufen mit diesem Tief hier. Da war dann Schicht im Schacht und dann sehen Sie auch hier, die MACD-Kerze ist dann auch wieder hell geworden, also mehrere Signale, wo man sagen könnte, jetzt ist die Luft raus. Aber wie auch immer, Sie können, das ist eben wichtig, mit einem Screenshot den Trade festhalten, einfach die Drucktaste drücken auf Ihrer Tastatur und dann in einem Paint-Mal-Programm das Ganze einfügen. Und dann können Sie ja ganz simpel den Chartverlauf dokumentieren. Und glauben Sie mir, das bringt viel, viel mehr, als wenn Sie einfach ein DIN A4-Blatt haben, was Sie vollschreiben, weil da ist nur Text. Da ist keine Verknüpfung mit dem Preisverlauf selber. Und deswegen das mit den Charts, mit den Screenshots ganz, ganz elementar. Und darauf muss man sich auf jeden Fall konzentrieren. Ja? Das wirst du mir doch sicherlich zustimmen, Martha. Wie viele Screenshots hast du denn schon gemacht in deinem Leben? Kannst du das überhaupt schon zählen? Oh, kann ich gar nicht abschätzen. Aber es ist ja schon so, dass du dich dadurch konditioniert hast, unterbewusst, richtig? Also sozusagen auf. Ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Ich habe ja auch durch meine Screenshots rausgefunden, zum Beispiel, dass das Einstiege in der Asia-Welt schon, zum Beispiel am Opening Price oder am Pivot-Punkt, dass die auch sehr profitabel sind, ja, was ich vorher nicht gemacht habe. Und ich mache mir teilweise auch Screenshots von Trading-Ideen, die ich habe, aber doch nicht umsetze. Und habe mir das so unterteilt, was wäre aufgegangen, was nicht. Und da habe ich auch vieles mitgenommen, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also das ist tatsächlich so, dass man dadurch aber eben viel lernt, aber eben durch die Dokumentation man eben auch in der Pflicht ist, den Trade sozusagen nachzubearbeiten. Und da tut sich natürlich was im Hirn. Und das ist natürlich der genaue Knackpunkt, wo man dann eben auch sagt, okay, wir sind hier in der Range, da tut sich nichts, kein neues Tief. Und wenn Sie das 10-mal per Screenshot schon gesehen haben, dann werden Sie beim 11. Mal, wenn Sie das live sehen, sich unbewusst daran erinnern, dass es hier eine Situation gab. Das können Sie meinetwegen aufschreiben, aber wenn Sie es gesehen haben, schon 10-mal oder mehr dann konditionieren, trainieren Sie Ihr Hirn sozusagen auf das, worauf es ankommt und Sie schaffen sozusagen erfolgreiche Bahnen. Und da müssen Sie hinkommen. Egal, ob Sie jetzt das Rainbow Trading durchführen oder ob Sie nach einer anderen Methodik handeln. Wichtig ist eben, dass Sie eine gewisse Logik haben. Und das haben wir ja in dem Rainbow Trading Seminar auch besprochen, was es für Logiken hier geben kann. Also nach dem Motto, man kann mit Indikatoren arbeiten. Man kann
mit Heiken-Ashi-Kerzen arbeiten. Man kann verschiedene Tools nutzen, natürlich auch mit Pivot und dergleichen. Das heißt, der Rainbow ist natürlich hier um Gottes Willen nicht das ultimative Mittel. Es ist nur eine Visualisierung, um starke und schwache Trends zu unterscheiden. Und trotzdem kann es ja, wie beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar heute gesehen, ja, also den Trade würde ich per se nochmal so wiederholen. Einzig, da muss ich jetzt nochmal den Tipp aus der Waagschale holen, einzig die Währungsstärke-Indikation hat hier ein Stück weit mich, sage ich mal, vorsichtig werden lassen. Ja. Was übrigens auch dazu führte, dass das Risiko des Trades eh nicht die volle Size war. Normalerweise wären es 0,6 bis 0,7 Lot gewesen und es waren nur 0,31 Lot. Auch da kann man ein Stück weit aus der Erfahrung schöpfen. Das soll eben heißen, dass man hier, wenn man, ich kategoriere das mal so, um es mal rüberzubringen, es gibt bei mir 1A-Trades und 1B-Trades. 1C-Trades sind Trades, die man generell schon mal nicht tun sollte. Das sind Trades, die praktisch Kategorie C sind und eher zu vernachlässigen, also gar nicht eine Rede wert. Aber ich habe immer noch trotzdem die Unterscheidung zwischen A und B. Also 1A-Trades sind, wo die Signale einfach stimmig sind und ein Trade, den ich eigentlich immer wieder so abspulen würde, ob ich im Stopp gelandet bin oder nicht. Das heißt, ich habe fachlich alles richtig gemacht. Das hier ist im Prinzip rein nach der Logik ein 1A-Trade, aber mit dem Wissen der Währungsstärke doch nur ein 1B-Trade, weil die großen Währungsströme hier nicht so waren, wie ich es mir vorstellte. Aber man versucht ja zu antizipieren an den Märkten und im Prinzip auch hier eine Vorausschau zu haben. Und dennoch habe ich den Trade gewagt, weil der vom Setup her sehr, sehr schön aussah und eben auch noch hinzukommt, dass wir eben hier den schwächsten Wochentag der Woche hatte. Also ich zeige es Ihnen auch nochmal. Ich hatte es im Screenshot ja vorhin schon dargestellt. Wenn jetzt hier der mal hochlädt, jetzt hat er schon wieder ein eigenartigerweise bei Webinaren mag er manchmal nicht die Wochenstatistik laden, jetzt hat er sie. Ja, also das waren einfach hier Umstände, die mit hier 40%, also morgen haben wir wieder einen sehr bullischen Tag, ne? Martha, du weißt Bescheid, Luni am Freitag. Ja, weiß ich auch durch deinen Stream. Das hat auch immer gut funktioniert. Warum Freitag? Ich zeige es Ihnen gleich auch nochmal an den Newskalender. Wir werden morgen einen sehr spannenden Tag erleben. Faktisch ist aber, dass der Donnerstag in den letzten 52 Handelswochen eher, nicht nur eher, sondern ganz klar der negativste Handelstag war. Also statistisch gesehen der Donnerstag schwach in die Tonne zu drücken. Und wir sind ja heute schon negativ, das sehen Sie hier an der rechten Seite mit diesem roten Candlestick, das ist die Tageskerze von heute, vom Looney. Ja, sind wir schon negativ reingekommen und es sprach einfach viel dafür, dass wir eben weitere Tiefs machen. Ja, und das ist auch eine Begründung, die können Sie dann so sukzessive sammeln und auch so zum Beispiel in Ihrem Trade-Tagebuch dokumentieren. So werde ich das auch beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar dann übrigens noch vollziehen. So, jetzt gucken wir mal gerade, wie das zum Beispiel aussehen kann. Ich zeige Ihnen das mal. Was ich zum Beispiel mache, das werden Sie vielleicht auch so transportieren können, beziehungsweise sich merken. So, oh nee, das war es nicht. Nochmal gucken. Was verkehrte Dokument. Was ist es denn jetzt? Ich wieder diese Festplatte durchscreenen. Okay, also letztlich genauso, dass Sie praktisch eine Dokumentation durchführen, neben dem Screenshot, das muss ich heute Abend noch zu dem Looney Trade auch machen, den nochmal sozusagen aufarbeiten, dass Sie dann praktisch hier einfach dokumentieren, warum haben Sie das getan und was und sozusagen auch die Handelslogik beschreiben. Je nachdem, wie Sie eben hier in den Trade gegangen sind. Und das führt Sie auch dazu, jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie 10, 15, 20 Trades am Tag machten, dann müssen Sie das Ganze ja rekapitulieren und dann 10, 15, 20 Mal neben Screenshots auch den Trade beschreiben. Und da kommen Sie allein schon hin zu einer gewissen Qualität. Das heißt, Sie werden nicht immer wild drauf losschießen, um hier 500 Trades abzusetzen, sondern eben einfach nur auch da die qualitativ besten nehmen. Deswegen auch hier nochmal der Tipp, Sie brauchen eine wirklich stimmige Handelslogik, um zu sehen, was sie jetzt hier sozusagen nach vorne bringt. Und beim Looney, wie gesagt, hier positiver, negativer Wochentag ist auch schön zu wissen. Doch du weißt auch, Martha, wir hatten hier schon Werte, die gingen in Richtung 76, 77%, ne? 75 kann ich mich erinnern, war es Genau, so ich weiß, dass es auch schon im mal sechs. Januar oder so. Also wir hatten hier auch schon, also der Freitag und Montag sehr bullische Tage, hier schon mal statistisch. Und wir hatten hier schon Werte von 76, ich meine auch 77% sogar schon erreicht. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Wir sehen jetzt hier, es ist wohlwollend aufgrund eben der schwachen
letzten Wochen, auch insbesondere natürlich seit der Korrektur, seit Jahresanfang, dazu gekommen, dass der Freitag nicht mehr ganz so bullisch ist, ja. Aber wir hatten hier eben den Newsflow. Und wenn wir da mal heute, wie gesagt, kommt jetzt 16:30 Uhr noch was Feines. Ansonsten hier gehen wir mal auf morgen, Freitag. So, da haben wir hier immer, also ich möchte fast meinen, in über 80% der Fälle, ich will sogar fast sagen, wahrscheinlich eher in Richtung 90%, haben wir Freitag Daten aus Kanada. Und von den USA sowieso. Neben den Non-Farm-Payrolls am ersten Freitag kommen auch Freitag in der Regel Daten aus den USA um 14:30 Uhr. Und hier hat der kanadische Dollar gegenüber, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar eben in dem letzten Jahr immer wieder die, mit Verlaub, die A-Karte gezogen und hat hier deutlich gegenüber dem US-Dollar federn lassen müssen. Einerseits, weil eben die kanadischen Daten meistens schlechter waren oder die US-Daten besser. Unterm Strich hatte hier der Bias, war der Bias einfach bullisch für den Dollar. Ob das sich jetzt hier für die nächsten 12 Monate so fortsetzt, sei mal dahingestellt. Aber wir wissen, am Freitag haben wir erhöhte Volatilität beim US-Dollar gegenüber kanadischen Dollar, weil wir eben hier zwei Währungsblöcke gegeneinander direkt haben. Und dann geht es eben darum, welche News setzt sich jetzt hier wie durch und wo bekommt man den besseren Bias für einen Entry, den besseren Bias für eine mögliche Ausrichtung. Ja. Aber das eben mal zu wissen. Und wenn ich dann eben Freitag ein Setup habe, wenn wir es jetzt nochmal auf den Chart vom Looney gerade beziehen, so schwupp, der Bias, also wir sehen ja jetzt hier eine Erholung, die Tageskerze ist auch schon grün, ja, entgegen des eigentlich schwachen Wochentages, die kann auch durchaus natürlich noch bullischer werden, wir haben ja auch noch einiges an Spielraum, aber wenn der über die Nacht wieder abdreht und morgen sich weiter so negativ gestaltet, muss man mal sehen, ob man nicht doch dann hier den Shortzug erwägt, entgegen der Statistik des starken Wochentages, oder aber natürlich, wenn er jetzt hier nach oben rausziehen sollte und morgen das weiter fortsetzt, der US-Dollar hier dann doch ein kleines Comeback feiert. Also es gibt immer wieder Optionen, und Martha, du hast es vorhin ja auch gesagt, um Gottes Willen hier nie immer zu sehr an einem Setup oder an einer Möglichkeit beharren, weil es kann sich eben jederzeit ändern, jederzeit wieder. Hast du da mal eine Anekdote aus der Vergangenheit, wo du einfach sagst, Mensch, da habe ich aber auch so ein Brett erlebt nach dem Motto, ich war mir so sicher und dann ist es doch anders gekommen oder irgendwas in der Richtung? Fällt mir jetzt spontan nicht ein. Sagst du, fällt dir mal spontan Nö. nicht ein. Nö. Völlig legitim. Also da. Ich bin von bunten Farbenvögeln hier hypnotisiert gerade. Von den Rainbow-Farben. Ja, das ist gerade alles so einschläfernd. Ja, das ist deswegen, du hast ja eh eine lange Nacht. Also ich muss mal sagen, dass du jetzt überhaupt noch am Monitor sitzt, ist eh schon mal eine Glanzleistung. Das hat jetzt sozusagen, konnte ich gar nicht von dir abverlangen, aber du hast auf jeden Fall weiter hier die Stellung halten wollen. Du hast jetzt dich auch bereit erklärt, nochmal am Start zu sein. Also Hut ab da an meiner Stelle, das kann man gar nicht genug honorieren. Ich dachte, vielleicht jetzt ab 14:30 Uhr gibt's was, aber leider Heute wäre so ein Tag gewesen, ich wenn ich dich nicht ja, dazu. aber ich habe schon gestern im Chat geschrieben und also es stimmt, dass wahrscheinlich wir keine Wolle haben werden und an solchen Tagen trade ich eigentlich gar nicht nach so Events, weil dann so ein Hin- und Hergeschaukel brauche ich nicht. Du hast ja bisher ja auch nichts falsch gemacht. Du hast den WTI-Trade versucht abzusetzen, den hast du geschlossen Ja. und im Grunde genommen hast du jetzt hier eigentlich nichts weiter gestartet, weil auch die Signale in sich unschlüssig waren. Ja? Ich meine, ich hätte jetzt hier auch gern den Luni noch tiefer gesehen, alles wunderschön, ja, dann wäre der WTI auch entsprechend bei dir nach oben rausgebrochen wahrscheinlich. Ja? Ja. Also der hätte sich wahrscheinlich richtig schön nach oben entwickelt. Also du long, ich short beim US-Dollar Cut und wir hätten jetzt hier zusammen anstoßen können und sagen können, meine Güte, wir haben es doch gewusst. Aber alles Ja. Mumpitz, weil es kann A anders kommen und B, wir können eben nur eins machen. Das habe ich, sage ich auch immer in den meisten Seminaren oder generell. Sie haben nur eine Möglichkeit und das ist die Kontrolle des Risikos. Ja? Das weißt du genauso, Martin. Man kann nur vorher eben, ob es jetzt Pokern ist oder was auch immer oder eben das Trading, sie legen vorher ihren Einsatz fest, dass wird riskiert und der Rest ist dann praktisch der Lauf der Dinge. Ja, und da kann man sich auch nicht gegen erwehren und muss es dann so nehmen, wie es kommt. Und wenn die Märkte eben hier nicht viel hergeben, was eben der Fall ist, wir warten jetzt nochmal die US-Session ab und dann würde ich es dann auch, wenn da nicht mehr viel passiert ist, dann langsam auch dabei belassen, weil, wie gesagt, hier die Education
dann sicherlich auch ermüdend ist, weil ich auch weiß, nach 45 Minuten spätestens schaltet man so langsam ab. Und wenn ich jetzt dann noch meine hypnotisierende Stimme auflege, dann ist es so, dass ich dann wahrscheinlich auch Martha schnarchen höre. Das wäre natürlich dann sehr, sehr kritisch. Ich meine, Information, wie gesagt, es macht mir Spaß, darüber zu reden. Wir können auch noch viel, viel Märkte analysieren. Wir können das grenzenlos fortführen. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen auf meine Stimme achten. Nichtsdestotrotz ist das natürlich was, wo wir jetzt einfach mal in 5 Minuten, 4 Minuten sehen, was das der US-Flow macht. Aber wie vorhin auch schon angezeigt, übrigens Martha hier, Dankeschön Martha aus dem Chat. Vom Oh, S super, freut mich. ja. Hoffentlich habe ich euch zu sehr gelangweilt und nicht zu viel gestottert. Also für mich war das ja auch sehr aufregend. Ich kam mir vor heute früh wie vor einer Prüfung. Mein Ehrlich? Herz hat, Hände waren feucht Oh und je. aber jetzt bin ich locker und entspannt. Jetzt ist alles gut. Meine Güte. Also das wollte ich natürlich eigentlich nicht, dass du hier an die Grenzen geführt wirst, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben, wie es so schön heißt. Ja, das war eine Herausforderung für mich und das ist sehr super. Man lernt nie aus, man soll mal immer was Neues ausprobieren Exakt. und ja. Exakt. Also wie gesagt, ich denke auch, da muss man sich wirklich, bekomme auch noch weiteres Feedback von den Teilnehmern gerade, dass du das super gemacht hast. Hier wird auch nochmal Wow, ich komme wieder, Leute. nochmal. Danke für das lebendige Webinar, höre ich hier. Respekt, Martha, kann ich hier lesen. Hast du super gemacht. Also wirklich, es ist jetzt hier nicht, das denke ich mir nicht aus, das kommt jetzt wirklich von den Teilnehmern. Weil Ja, es eben, komm. nee, du, kein Spaß, du, ich kopiere dir den Chat hier raus. Also das ist wirklich so, Ich nee, hätte das. gerne, Chris, ich hätte gerne Screenshot davor, bitte. Das kannst du dir dann aufhängen und dann sozusagen weißt du dann Bescheid. Meine Güte, es war doch. Nee, es ist aber richtig so. Ich meine, man lernt mit so Aufgaben und das ist natürlich eine große Sache. Zumal man auch sagen muss, der Aufhänger nach dem Motto Live-Trading klingt natürlich immer spannend und sehr schön. Wir haben ja auch, ich habe auch auf der Invest teilgenommen an dem Freitag, wo auch das Live-Trading, wo unser Heiko Behrendt auch am Start war. Da ging es natürlich richtig schön zur Sache und da wurde auch ordentlich live getradet. Da haben sie eben aber leider Gottes in Anführungszeichen alle nur den DAX getradet. Ja? DAX Opening, der DAX, Langweilig. ja gut, ich meine, er hat sich bewegt. Ich meine, fürs nächste Mal werden wir uns den DAX nochmal anschauen. Wie gesagt, der andere wird ja sicherlich auch hier sich da noch ein. Also der Jörg aus der Schweiz wird sich da nochmal einen Input geben. Aber ich für meinen Teil, wie gesagt, bin kein DAX-Händler. Ich mag das auch sozusagen nicht, wenn man sich hier zwanghaft da was aufsetzt. Also ich mag die Währung, ich mag den Währungshandel und DAX kann jeder machen, wie er will. Ist jetzt nicht mein Metier. Deswegen haben wir den auch heute nicht so primär in den Fokus genommen, was sicherlich für viele dann auch eine Enttäuschung sein kann. Aber da haben wir natürlich in den nächsten Live-Event-Sessions da sicherlich noch Teilnehmer. Den Heiko hole ich mir vielleicht auch selber nochmal her, dass wir da genug Teilnehmer an den Start haben, die dann auch mal mit dem DAX da arbeiten können. Es ist ja Deutschland liebstes Kind. Nichtsdestotrotz eben auch der mit am schwierigsten zu handelnde Markt, wenn man eben hier versucht, immer was rein und rauszuholen. Aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Das ist ganz klar. Das ist ganz, ganz klar. Gut, jetzt haben wir 15:29 exakt nach meiner Atomuhr, die hier mitläuft. Eine gute Minute. Wir sehen aber, dass praktisch im europäischen Handelsbereich, wir gehen jetzt mal hier auf den Rainbow M15 und holen uns mal hier die Tops rein, was die Struktur macht. So baut sich das dann auf. So, jetzt lädt er die Charts ein. Dauert einen Augenblick. So, dann hat man hier im Prinzip relativ bündig, so sieht es ja in der Früh auch immer aus, die Möglichkeiten. Ja, das gleiche ich dann auch mit dem Excel-Sheet ab. Was hat sich getan? Und per se, Rainbow-Strukturen sind vorhanden, aber hier beim Cut ein Rücklauf in den Rainbow, beim US-Dollar Schweizer Franken ein Rücklauf in den Rainbow Gold. Ach Gold, was sage ich, US-Dollar Yen, jetzt auch wieder ein Erholungsimpuls. Gold kommt hier nicht so richtig vom Fleck. Gucken wir uns mal den Goldpreis nochmal kurz hier in der Struktur an. Ja, hier über die Range schon Ja, Gold rausgezogen. aber auch schon, Gold schon heute auch 22 Dollar gelaufen. Also, was soll sich da tun noch? So ist es, ganz genau. Also der Gold, Sie sehen hier unten, die Range ist so zwischen grob 13 und 15, 16 Dollar läuft Gold im Schnitt in der Vergangenheit während der letzten 20 Tage. Und heute haben wir schon 22 Dollar absolviert, das schon relativ frühzeitig. Hier 8 Uhr, 9 Uhr, da war das alles schon gegessen. Hier auch wieder den ADR-Indikator. Ja, da ist jetzt aufgesprengt hier oben. Tja, was soll da noch kommen, ne? Das ist wirklich eine Geschichte. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal mit Sicherheit hier nochmal einen Punkt
einen Punkt ansetzen, wo wir dann sicherlich mehr zur Verfügung haben. Aber ich denke, und das ist auch das Feedback, was ich gerade hier so ein Stück weit rauslese aus den Kommentaren, Martha. Also nach wie vor, das hast du gut gemacht. Auch Harald und Lars, danke an der Stelle für das positive Feedback. Viola, wir haben sogar auch eine Dame, mehrere Damen, die hier auch Dagmar an dieser Stelle, die ihr positives Feedback geben, was ja nicht natürlich. Frauenpower, Mädels, kommt in den Stream. Jawohl. Martha, genau, ich sag's ruhig, wie es ist. Also es ist ja im Prinzip ja tatsächlich eher eine Männerdomäne, das muss man ja zweifelsfrei sagen, gerade wenn man auf den West unterwegs ist. Wenn es da, sage ich mal, ins Eingemachte geht, dann hat irgendein Mann meistens das Mikrofon in der Hand und das, denke ich, müssen wir auf jeden Fall aufbrechen. Da gibt es ja auch im Übrigen die Kate, die Finanzdiva sozusagen. Mal sehen, was wir da machen werden. Da werden wir sicher auch mal ein Interview reinholen. Wird auf jeden Fall mal spannend sein, auf jeden Fall die Frauen mit ihrer Risikoaffinität, also sag mal, oder Restriktion dahingehend. Also Frauen sind ja vom Grundsatz her nicht so risikoavers wie Männer. Also wir neigen schon vom Naturell dazu, meistens auch, wenn wir nicht diszipliniert genug sind, hier anzugreifen und teilweise auch viel zu riskieren. Das sind eben die weiblicheren Parts tatsächlich ein Stück weit restriktiver und eben auch in der Fähigkeit, dass sie da eben hier nicht erst die große Rendite sehen am Horizont, ja, sondern eben das Risiko abwägen. Und das ist schon ein kleiner Vorteil, den hier tatsächlich viele weibliche Trader mit sich führen, aber eben den Zugang zum Markt noch nicht haben. Deswegen ist es ja umso besser, dass Martha sich hier bereit erklärt hat und das Feedback, wie gesagt, auch positiv hier reinkam. Es wird auch noch mal nach dem Gedicht gefragt, Martha, was ich vorhin ansprach. Ne? Da kommst du jetzt nicht raus Nee. aus der Nummer. Ich dichte vielleicht noch was zusammen und stelle ich meinen Stream rein. Super. Ja, aber das war natürlich eine Anekdote, eine Floskel von mir. Aber heute habe ich nicht meinen besten Tag. Ja, na gut, also das eh schon Hut ab, wie gesagt, dass die Geschichte jetzt so durchgezogen wurde. Muss man ganz klar sagen. Aber was wir jetzt hier Ja. feststellen, ganz klar, wir sind hier, sieht man am US-Dollar, wir sind hier über Range gelaufen, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Ich will nur hoffen, dass da morgen ein Stück weit was passiert. Da nochmal der Hinweis, wie gesagt, hier kommt einiges rein. Also morgen auch 10:30 Uhr hier, britische Pfund. Augenmerk, da wird es volatil beim Pfund, Verbraucherkredite, ja, Geldmengen, Inflationsdaten, Hypothekengenehmigungen, wunderbar. Auch hier schon ab 19 Uhr, also hier ist Europa wirklich wild vertreten. Spanien, Schweiz, Italien, britisch Pfund, Europa, hier nochmal Italien. Also morgen hagelt es News. Die sind natürlich von ihrer Relevanz jetzt alle nicht so entscheidend, dass Euro-US-Dollar hier das wilde Springen anfängt. Das wird dann eher interessant, wenn hier die Reden, auf 12:30 Uhr eine Rede ist auch relativ, wobei, wenn irgend so ein Fed-Chef da was ablässt, kann das auch immer mal für Eruptionen sorgen, aber hier ab 14:30 Uhr, das ist hier dann viel, viel spannender, dann gibt es noch Einkaufsmanager-Index, Konsumklimaindex, also da erwarte ich am Nachmittag morgen schon ein bisschen mehr, also die Agenda ist ja wirklich, das geht auch in Neuseeland schon wieder los, wirklich reichhaltig gefüllt. Wollen wir hoffen, dass da morgen noch was geht. Und wenn Sie da Interesse haben, wie gesagt, hier auf dem Stream vorbeigeschaut, Schrägstrich hier auf dem JFD Desktop, da wird sich sicherlich hier eine Möglichkeit ergeben, hier in den Kontakt zu treten. Und da auch nochmal der Hinweis an Sie, seien Sie da ruhig bestrebt, hier auch den Austausch zu pflegen. Obwohl, du hast natürlich selber gesagt, Martha, wenn man natürlich zu viel im Stream hier schreibt und damit sein Trading-Tagebuch vernachlässigt, Ja, das habe ich ja auch schon ein paar gute Chancen verpasst, ja. Also mittlerweile scanne ich erstmal morgens den Markt. Wenn ich abgefeuert habe, dann komme ich jetzt in den Stream rein. Ich habe ja auch den Ton vom Stream ausgestellt, weil wenn da irgendwie 100 Nachrichten im Stream kommen, dann ist es auch sehr ablenkend, ja. Das ist korrekt. Da muss man auch gerade, ich meine, Social Media, lieben Zuschauer, das werden Sie eh mitbekommen haben. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so affin wie viele andere meiner Kollegen, die, ich weiß nicht, wo die Zeit hernehmen, aber da wird natürlich auch Facebook ordentlich befeuert. Und das ist natürlich hier was, wo man sagt, das ist schon eine sehr, sehr ambitionierte Geschichte, wenn man da überall immer vernetzt und dranbleiben soll. Das ist hier natürlich eine ganz, ganz entscheidende Sache, dass man den, den, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, das ist doch schon auch relativ lange. Dann mache ich mit dir weiter. Ich finde es ganz nett, dass du eigentlich immer präsent bist in deinem Stream. Du musst nicht beim Facebook sein wie der Harry und was von McDonald's posten. Aber von dir kriegt man immer eine Antwort und auch meistens zeitnah und höchstens, wenn du nicht gerade, vielleicht, wenn du nicht da bist und mit deinem JFD-Kram beschäftigt bist oder sowas.
dann ist es halt so. Aber meistens muss ich sagen, beantwortest du immer die Fragen und es ist sehr schön deswegen. Ich nutze nur deinen Stream eigentlich. Na, das ehrt mich natürlich sehr. Also wie gesagt, das ist definitiv so, dass das schon viel Zeit kostet. Ich habe das auch festgestellt und also das in der Regel ist schon sehr ambitioniert, hier alles miteinander um unter den Hut zu bringen. Deswegen tatsächlich ist es in der Regel so, mal gibt es erhöhte Frequenz, mal niedrigere meinerseits, aber da rufe ich im Prinzip ja auch immer an die ruft die Teilnehmer mehr oder weniger auf, die dann natürlich hier auch ihre Leistungen oder ihre Ideen und ihren Input und ihre Inhalte dann transportieren, um sich auch miteinander ein Stück weit auszutauschen. Aber was ja natürlich relativ Uso ist, ist die Tatsache, dass natürlich viele lesen, passiv konsumieren, will ich es mal sagen, was auch nicht verkehrt ist, was auch durchaus legitim ist. Aber natürlich lernt man dadurch auch relativ wenig und hier muss man auf jeden Fall daran arbeiten, dass man da ja auch ein bisschen in Interaktion geht, aber hier nicht vergisst, natürlich sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und man kann sich hier mitteilen und mit dem Stream, definitiv gebe ich dir recht, das ist hier ja so eine Art Social Media für Börsen oder Finanzmarktinteressierte. Ja, da braucht man nicht wirklich noch Facebook und andere Möglichkeiten, weil es lenkt eben auch viel ab. Ja, also das ist ganz klar. Also auch feste Zeiten für E-Mail-Reading und oder meinetwegen, wenn man jetzt solche Plattformen hat, dann mal so 10, 15 Minuten mal schauen, was da los ist und dann ist gut. Aber wie schnell oder wie oft hat man sich selbst ertappt, dass man dann plötzlich eine halbe bis Stunde an irgendwas und sei es YouTube oder an irgendwas liest, was eigentlich gar nicht das Interesse des Klicks, so will ich es mal sagen, war. Und deswegen, das ist natürlich auch nur so eine Disziplingeschichte, wo man eben einfach sagt, die professionellen Händler, mit denen man sich natürlich hier Tag ein, Tag aus oder denen entgegenstellt sich, die unterliegen natürlich auch solchen, sage ich mal, Schwächen, aber in der Regel sind die natürlich so diszipliniert, sich da auf das zu konzentrieren, was sie tun. Und da hat natürlich hier der Markt immer wieder einen klaren Vorrang. Und das ist auch das, wobei auch viele Marktteilnehmer dann immer ihr Schiffbruch erleiden, wenn nämlich dann nicht konzentriert genug an der Sache gearbeitet wird. Das ist eben hier ganz, ganz entscheidend. So, also es sind massenhaft den Chat, den muss ich dann erstmal durchgeben. Da ist jetzt wirklich wieder viel, viel Feedback reingekommen. Also Stream von Martha Nochmal sozusagen. langsam, du verpasst so die tolle Bewegung, du, das geht ab gerade. Tatsächlich. Nein. Ich sehe es, also ich brauche nur kurz nach links zu schielen und sehe, dass hier so gut wie gar nichts geht. Der Markt ist klinisch tot. Nee, nicht wirklich. Also wir haben Chris heute wirklich Pech, finde ich schade. Aber es wird andere Zeiten geben. Was ich hier lese, wo du zu finden bist, Martha, im Stream. Also da kann ich nur gerade sagen, Albert, hier an dieser Stelle, Martha treibt sich hier häufig im Kamerastream rum. JFD Brokers hier auch mal reingeschaut. Das hat sie sicherlich hin und wieder auch auf, weil hier eben auch so eine Interaktion stattfinden kann. Ja, ansonsten hier in den Kommentaren, da wird, wie gesagt, ich poste mal eins, zweimal am Tag, dreimal, manchmal viermal verschiedene Sachen, je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Und dann darauf hingehend, hier in dieser Kommentarfunktion ist eine Interaktion jederzeit möglich oder ein Je Austausch. nachdem, wie viel Feedback jetzt käme, wie gesagt, ich habe dir schon mal geschrieben, ich würde auch morgens, bevor ich mich an die Märkte setze, vielleicht so eine Rainbow-Beschau machen. Ich weiß noch nicht, in welchem Ausmaß und was ich mache, ob ich nur Picks mache oder auch so einen kleinen Trade des Tages-Filmchen wie du. Mal gucken. Nur ich will es nicht für mich machen, weil ich habe es einigermaßen drauf und wenn da ein bisschen Leute dazu kämen, wo man sich austauschen könnte, wäre nett. Nur natürlich, für mich mache ich das nicht. Also, Ich wenn ihr Lust habt, meldet euch im Stream und dann können wir so eine kleine Rainbow Family bilden. durchaus ein Hast du gutes ja An die Idee gehabt, schon, richtig. glaube ich, Schon letztes Jahr immer. bei Desk, Genau. Aber aber es ist eben genau der Punkt, dass eben viele dann eben ja, die Lust dran verlieren, der Rainbow dann doch nichts für ihn ist oder einfach schlicht und ergreifend auch keine Zeit mehr dafür haben. Aber wer sich natürlich da hier ein Stück weit aufgerufen fühlt, der kann hier auf jeden Fall nochmal in sich gehen und dann sozusagen da auch gern mal da einen Austausch pflegen. Ich hatte ja auch hier schon verschiedene, ich sag mal so, Openings, ja. Also ich hatte hier auch immer frühs mal die einzelnen Fuzzi-Vektor-Logik-Signale dargestellt und auch mal. ja. Also ich hatte da auch immer mal verschiedene Sachen transportiert, aber es ist eben so, Martha, da muss man auch ganz ehrlich sein, die Masse ist eben doch passiv lesend, was auch hier generell ja nichts Schlimmes ist. Aber natürlich für den, der den Input liefert, ist es immer ganz interessant, da auch ein Feedback zu bekommen. Wenn du jetzt so eine Überlegung einwirfst und ich lese hier gerade von Bernhard, dass er findet zum Beispiel oder hält es für eine gute Idee und kommt jetzt gerade unten reingeswitcht in den Chat. Also das heißt sicherlich interessant, aber jetzt gerade für die, die in den letzten Seminaren oder auch im
letzten Seminar speziell teilgenommen haben, wenn Sie da schon das Template aufgesetzt haben. Und ich habe vorhin hier in der Masse der Chats auch gelesen, wo man das Template herbekommt. Das gab es, wie gesagt, beim Online-Seminar. Das machen wir wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal, vielleicht auch im Herbst. Das ist immer so eine Sache der Zeit, wie wir das aufsetzen. Und dann kann man das im Prinzip hier auch kontinuierlich dann weiter ausbauen und sich dann auch hier austauschen. Das ist natürlich dann schon interessant, wenn du es zum Beispiel machst oder ich würde es machen, aber es ist genau das, wo du meinst, man scannt die Märkte ja diskretionär manuell, also für sich selber, und dann hat man natürlich das Problem, in Anführungszeichen, wenn man das dann noch immer transportiert nach draußen, kostet das einfach Lebenszeit unterm Strich. Und wenn man das umsonst macht, sozusagen für sich hat man ja seine Skills dann schon transportiert, aber es ist sicherlich ganz, ganz interessant, und auch der Eberhard bringt hier nochmal ein positives Feedback dafür, dass man das so ein Stück weit kombiniert. Also die Idee ist schon da. Martha, können wir uns vielleicht an separater Stelle nochmal unterhalten, wie wir das vielleicht umgesetzt bekommen, dass wir das, weil von dir alleine aus freien Stücken, du hast schon einen vollen Arbeitstag, will ich das auch nicht verlangen, kann ich nicht verlangen, dann könntest du hier einen eigenen Stream sogar machen. Ich muss halt eine halbe Stunde eher aufstehen. Naja, darf aber ich nicht. Das, wie gesagt, muss jetzt... Ja, wenn es sich lohnen würde und wenn da ein paar Leute mitmachen würden, warum nicht? Ich finde, du gibst das Wissen wirklich perfekt weiter und bist der geborene Webinator und bist wirklich mit Herz und Seele dabei, und das ist ja ein Stückchen, was ich dir auch zurückgeben wollen würde. Mensch, die Martha, jetzt treibst du mir die Schamröte ins Gesicht. Das haben wir übrigens nicht eingeprobt, was Martha hier sagt. Ne? Das, also die Martha bekommt jetzt... Doch, der Chris hat mir 20 Euro vorhin überwiesen. Genau. Also das ist ja, aber wie gesagt, das ist ja wunderbar. Also wie gesagt, das ist ja eben das beste Feedback, was man kriegen kann. Das ist ja einfach so. Ich meine, wie gesagt, es gibt viele Sachen. Dem einen liegt das, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das wieder. Das muss man hier ganz klar sagen, dass dem einen oder anderen das eben auch aufstößt, dem nächsten gefällt es wieder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, was man hier machen will letztlich und was einen hier persönlich berührt. Grundsätzlich gab es jetzt hier heute nicht viel zu holen. Wir haben im Groben mal die Märkte da unter die Lupe genommen, jetzt von der Früh bis zum Nachmittag. Setups geschürt, hätte anders laufen können, besser laufen können. Letztlich kam heute wirklich nichts bei rum, weil viel schon in der Asia-Session gelaufen ist. Und das ist natürlich was, wo man einfach sagen muss, da müssen wir einfach aufs nächste Mal blicken und hoffen, dass da ein Stück weit mehr passiert und uns der Markt hier mehr Partizipierungsmöglichkeiten gibt. Und in Sachen Rainbow, wie gesagt, die Idee, Martha, können wir dann nochmal verfestigen, gerade weil heute war ja auch das Thema sozusagen Rainbow Trading ein Stück weit angeknüpft an das Seminar der letzten Woche. Wird nicht immer hier bei den Live-Events ums Rainbow gehen, das nächste Mal, wie gesagt, um die Heike Naschi-Kerzen, welche ich ja auch gern mag, oder früher meistens verwandt haben neben den MACD-Candles, wie ich sie jetzt nehme. Also das wird sicherlich nochmal spannend, aber das wird im Vorfeld eigentlich dann primär das nächste Mal nur die Vormittagssession geben, also hier speziell 8.45 bis 10.45, 11 so ungefähr, und da werden wir mal sehen, was der Jörg dann sozusagen da rausschneiden kann und was er sich dann sozusagen noch, oder was er so transportiert an seinen Skills. Da wir jetzt schon über anderthalb Stunden hier am Start sind und der Markt hier nicht wirklich in Wallung kommt, oder knapp anderthalb Stunden, so ist es richtig, würde ich auch sagen, Martha, für dein Engagement Hut ab, da hast du dir auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir uns in Frankfurt treffen, auf jeden Fall was verdient. Da gibt es mir aber einen Aussagestil. Wir werden uns auf der World of Trading treffen, definitiv, und da kannst du dir mal sicher sein. Aber in Frankfurt hoffe ich doch, und mach dich nicht so früh ab. Ja, das ist natürlich definitiv der Punkt. Wir werden ja auch bei, also als JFD Brokers hier am Start sein und mit einem eigenen Stand aufwarten. Das heißt, wir werden definitiv zwei, drei Tage in Frankfurt vor Ort sein. Ja. Genau, also da wird, wie gesagt, ein Stück was kommen. Ansonsten für weitere Fragen, Anregungen immer gerne auch an den Support der JFD Brokers oder eben direkt hier im Stream. Da, wie gesagt, können Sie gerne hier Ihre Statements und Comments hinterlassen, und auch die Idee mit so dem Rainbow Flow ist interessant für die, die alle da ein Stück weit Blut geleckt haben und den Rainbow, sei es in einem Seminar schon mitgenommen haben oder sich selbst entwickeln. Hier gerne auch mal einen Chart gepostet, und ich habe auch vorhin von Viola gelesen im Chat, ein Swing Trade mal vorzustellen. Ja, hast du auch schon mal probiert, Martha, so viel ich weiß, ne? Habe ich also probiert, aber das ist ja nichts für mich. Da habe ich am Anfang des Jahres, glaube ich, zwei, drei Trades gemacht, aber nach zwei, drei Tagen werde ich unruhig. Ich bin nachts wach geworden, habe immer auf dem Smartphone geguckt, wie meine Positionen laufen. Also ich will abends meine Ruhe haben, also nicht mehr involviert sein im Markt. Das passt nicht zu meinem Charakter.
Ah, das ist aber auch eine wichtige Feststellung. Ich meine, mit den Swing Trades gibt ihr recht. Ich hatte, also ich werde jetzt auch für einen Kollegen solche Seasonal Swing Trades mehr forcieren und gegebenenfalls oder auch mit großer Wahrscheinlichkeit, wie ich es hier auch schon manchmal dargestellt habe, aber dann in erhöhterer Frequenz immer mal vorstellen. Da geht es um so ein Trading-Projekt, wo man eben auch jetzt nicht das kurzfristige Trading anvisieren, sondern das Swing-Trading. Aber da ist es tatsächlich so, das muss man auch mit sich vereinbaren können, hier wirklich über die Gebühr weg, über die Nacht weg, da eine gewisse Coolness an den Tag zu legen. Und das erreicht man schon mal, wenn man nicht zu große Sizes nimmt, aber wenn man selbst auch mit normaler oder kleiner Size dann unruhig schläft und immer dran bestrebt ist, den Markt zu covern, das ist natürlich immer wieder der Punkt, dass man da auch unruhig schläft. Also wenn man eine kleine Size hat, ich lese auch gerade von Viola ganz genau, also da kann man schon schlafen, aber wenn das nicht deine Skills sind, warum dann in irgendwas pressen, dann ist es schon richtig zu sagen, nee, ich mag nur das Intraday und du willst am Abend flat aus dem Markt gehen, das ist legitim. Aber so Swing Trades, Forex ist definitiv interessant, Viola. Da muss man natürlich auch ein Stück restriktiv sein. Das heißt, da darf man natürlich jetzt oder die Erwartungshaltung hier jeden Monat mehrere 100 Pips an den Tag zu legen, ist auch relativ. Es wird sich im Mittel ausgleichen, aber Swing Trading, Forex ist durchaus interessant. Man schaue nur auf die großen Trendbewegungen. Wenn man dann teilweise mit einem schönen Swing rechtzeitig aufspringt, dann muss man dann eben auch das Management haben, um da auch lange noch an den Trades dran zu bleiben. Da ist gerade am Forex-Markt trendtechnisch viel, viel möglich. Aber vorwiegend ist es eben auch ein reiner Intraday-Markt, der auch hier in der Regel hauptsächlich Intraday abgehandelt wird. Nichtsdestotrotz Rollover, Carry Trades als Stichwort, positive Zinsgutschriften. Also es gibt hier einige Möglichkeiten, so einen Swing hier darzustellen. Und das kann man natürlich auch immer wieder transportieren. Meine Couleur ist es auch, wie gesagt, so ein Mix mit meinem Kollegen, werde ich das jetzt in Kürze dann starten, dass wir da auch die Swings noch mehr transportieren. Hauptsächlich auf Saisonalität, aber immer wieder abgeglichen auch mit einem Chart. Ich denke, das werden wir auch hier im Stream transportieren. Dürfte für Sie sicherlich interessant sein. Auch mit einer kleineren, überschaubaren Größe dann sozusagen mitgehandelt, damit das auch den Live-Charakter hat und dann auch eben Spaß macht, dass der Aufwand sich auch auszahlt. Aber das ist eine Idee. Henry Philipson, habe ich ja auch gerade gelesen, handelt ja auch mit JFD Brokers. Der Henry ist jetzt gerade im Urlaub, freue ich mich auf jeden Fall auch, dass er da, sage ich mal, mit uns verbandelt ist und da auch sich weiter etabliert. Wobei Henry natürlich ein reines Intraday-Setup genauso pflegt. Also er schließt da auch gern Positionen vor 18, 17 Uhr. Ab und zu hat er schon Swing-Trades gemacht, aber die Masse ist auch Intraday. Da bin ich mal gespannt, was er noch da liefert, wenn er jetzt im Mai dann wieder aufschlägt. Da ist ja auch die Idee, dass er da seine Skills noch weiter verbreitern, noch weiter vervielfältigen wird. Und da lassen wir uns mal spannen, überraschen und spannenderweise dann überzeugen, was Henry da noch so darstellt. Hat er da auch eine große, langjährige Erfahrung und hat auch einen relativ guten Start gehabt. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich würde an dieser Stelle Er hat auch. aber Ja. im Stream auch erwähnt, dass er 7 Jahre gebraucht hat, um profitabel zu sein. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber das ist Doch, natürlich. hat er geschrieben, dass es bei ihm 7 Jahre gedauert hat. Ja, da ist auch was dran. Also ich meine, es gibt Marktteilnehmer, die schaffen es innerhalb von einem Jahr, meistens dann aber, wenn sie einen Mentor haben, das muss man an der Stelle gleich dazu sagen. Also die meisten, die schnell profitabel werden und raus haben, die sind eben oder haben entsprechend auch eine intensive Schule genutzt. Wenn man es wenn man es, wie heißt es gleich, autodidaktisch macht, also sich sozusagen selbst beibringt, dann ist das ein Prozess von Jahren und genauso war es auch bei mir. Und es gibt auch immer wieder Zeiten, wo es ein Stück weit zäher läuft, dann läuft es wieder besser. Das ist wirklich, Trading ist definitiv ein hartes Geschäft, wo man sagt, also wenn jeder Monat mit einer goldenen Zahl abgeschlossen werden kann, dann wäre es genau das, was wohl alle machen würden. Aber das ist genau nicht der Fall. Wichtig ist, das große Mittel zu sehen. Und auch dann nochmal ein Tipp für Sie. Trading-Tagebuch ist gut, Screenshots sind gut, aber alles in einem überschaubaren Rahmen. Was zählt, ist sozusagen die Wochenperformance, wenn Sie Intraday schauen und insbesondere dann der Monatsabschluss, wie lief der Monat und dann darüber hinaus, wenn Sie je nach Timeframe in den höheren Ebenen unterwegs sind, dann ist es eh nur relevant, was so nach mehreren Monaten rausgekommen ist und das eben alles in das große Big Picture packen. Das wäre ganz, ganz spannend. Und dann würde ich es eigentlich an dieser Stelle jetzt langsam dann auch ausklingen lassen. Die Märkte sind hier zäh unterwegs. Da wird heute nicht mehr viel zu holen sein. Also wenn, dann sind das jetzt hier so irrationale Bewegungen, die auch jetzt an Momentum vermissen lassen. Ich habe ja bislang schon gutes Feedback bekommen. Martha, nochmal an der Stelle trotzdem vielen Dank fürs Einschalten.
Ich würde es so Gerne. langsam beenden fürs Einschalten und dabei sein vielmehr. Wie gesagt, wenn wir da weiter kooperieren, das soll sich auch für dich auszahlen, dann müssen wir mal überlegen, dass wir da noch was auf die Beine stellen, weil deine Zeit ist ja hier auch kostbar und die solltest du dir da auch ja, entsprechend vergüten lassen, beziehungsweise auch da was rausziehen. Da müssen wir mal sehen, dass wir da mittelfristig, wenn du nochmal dabei bist, was auf die Reihe kriegen. Ansonsten erstmal vielen Dank für das Engagement, vielen Dank für Sie als Teilnehmer. Und ich sage auf jeden Fall erstmal Daumen hoch für den heutigen Auftakt-Event. Auch wenn der Marc nicht mitgespielt hat, ich fand es spannend. Martha, nochmal Respekt an dich. Und wenn du magst, lesen wir uns morgen im Stream wieder, hören uns beim Devisenradar und alles Weitere wird der Markt uns dann vorgeben. Also danke an dieser Tschüssi, Stelle. danke auch. Und dann sagen wir over and out und viel Erfolg bei allem, was sie angeht an dieser Stelle, ne? Auf drei. Ganz genau. Ich kann mich von dir nicht trennen, Chris. Ja, na sowas. Du pass auf. Hauptsache, Na gut, jetzt aber. jetzt aber. Mach's gut, Macht's ciao. gut, gell? Ich sag Tschüss auch an alle und vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Wird auf jeden Fall spannend. Ciao dabei. Ciao.